Vabbè, dai, ragazzi, non scherziamo, non scherziamo veramente. So. Was, es läuft schon? Was? Schon Wahnsinn. Nicht schlecht. Sehr gut. Nein, du musst nicht immer die anschauen. Eben, das ist... Einfach, du hast zur Kontrolle jetzt. Ich habe noch kapiert. Ja, es fängt schon gut an, kapiert. Ton ist gut. Ja, ist super. Bild ist gut. Alles fantastisch. Ja. Alles fantastisch. Oder? Fantastico. Fantastico. Bäh! Ah, jetzt kommt die Musik. Ist schon gelaufen. Ah. Ich freue mich, dort zu sein. Sensationell. Pasquale Stravandino. Wieso hast du es mit der Mario-Stimme gesagt? Das ist automatisch rausgekommen. Ah, okay. Für mich ist es noch früher Morgen, wie du weißt. Aber ja, der Pasquale gibt es nicht mehr. Was? Der, der auch, wo jetzt auch früh am Morgen wäre. Du musst jetzt früher aufstehen, als auch schon, hä? Es hat sich eingependelt. Ja. Yeah. Der hat sich eingependelt, jetzt ist... Und zwar nicht beruflich, sondern wegen dem Sohn. Wegen meinem Sohn, ja. Wo, weißt du, es ist so kompromisslos. Es ist einfach, du musst einfach aufstehen. Weil entweder bringt sich um, weil der ist einfach allein und macht dann irgendetwas. Ja. Und das heisst, du musst wach sein. Und dann musst du halt aufstehen am 7:30, 8:00. Was ich muss sagen... Ist ja noch eher spät, oder? Genau. Also ich bin, Gott sei Dank... ist es, sind wir noch gesegnet. Er ist ja trotz allem dein Sohn. Also, ich will sagen, also ich meine, er ist ja lange in mir inne, auch rumgelaufen, oder immer wieder. Und dann habe ich ihn übergeben zu der Mutter. Aber ist egal. Okay. Ich habe mir gerade überlegt, du hast keinen zweiten Namen, gell? Nein, zweite Namen sind in Italien... Das ist nicht so ein Ding. Darum ist es auf Pasquale Stramandino. Es sind schon genug Buchstaben so. Ich mache mir noch nicht mehr Buchstaben. Aber ja, nein. Zweiter Name, nein. Wir haben es mit Sven Ivanic davon gehabt. Er hat gesagt, wie du merkst, wir hassen... Was hat er gesagt? Wir hassen Vokal. Ja. Und bei euch ist es alles. Es ist Vokal, Konsonanten. Wer mehr hat, der soll mehr geben. Es ist... Giovanni Stramandino ist der Bruder von meinem Vater. Ist auch sehr, sehr stark. Salvatore Giovanni, alles so... Ja. Und ich finde ja, das Spannende sind ja die Spitznamen, die man in Italien, also die italienische Spitznamenkultur ist ja grossartig. Also zum Beispiel, der Bruder von meinem Vater heißt Salvatore Stramandino, aber sie nennen ihn Turuzzo. Was? Turuzzo. Okay. Also, es ist nicht einmal ein Teil von seinem Namen irgendwie, sondern es ist gerade etwas anderes. Und Turi ist eigentlich der Spitzname, aber sie nennen ihn auf dem sizilianischen Dialekt sagt man bei Salvatore sagt man Turuzzo. Turuzzo. Auch in dieser Tonlage. Ja, ja. Gut, ich finde Sizilianisch, was ich bis jetzt von dir mitgekriegt habe, finde ich eh grossartig, weil es tönt alles wie geflucht. Ja, und du weißt nie, ist es jetzt Kompliment gewesen oder ist es überhaupt noch Italienisch? Ja. Weil es ist sehr weit weg von mir. Ciao, mai gira, puttana, augusta. Und es ist, ich denke, wenn ich den Giacomo höre als Italiener, denke ich so, die Fantasiewörter, die er macht, das könnte am wenigsten Sizilianisch sein, oder? Und dann so, Also auf jeden Fall Süditalien. Also irgendetwas im Süditalien sicher. Aber ja, also die italienischen Dialekte sind ja alle wunderschön. Ich habe ja Mischmasch. Ich habe meine Mischmasch. Mischmasch. Krüsimüsi, sage ich ja. Was sagt das? Krüsimüsi. Meine Kindergartenlehrerin hat das immer gesagt. Wirklich? Ja. Sie hat Frau Flachmann geheißen. Also heisst sie immer noch so? Ich habe sie schon lange nicht gesehen. Okay. Und sie ist so bis wieder Morgan Freeman. Sie ist immer alt gewesen. Während meinem ganzen Leben ist sie eigentlich immer wenn ich sie sehe, sie ist eine alte Kindergartenlehrerin gewesen. Und dann bin ich irgendwie 20 gewesen und sie ist immer noch alt. Also sie ist einfach immer. Aber genau das Umgekehrte habe ich auch mit Menschen, weißt du, die immer in meinem Kopf jung sind. Und dann merke ich, oh, aber die sind ja trotz allem 5 Jahre älter wie ich. Was ja, also als ich Kind war, ist das für mich ja uralt gewesen. Wenn jemand irgendwie jetzt 40 ist, denke ich so, boah. Das
Wahnsinn, ey. Ja. Ja, das ist schlimm. So, oder ich finde, als ich jung war, habe ich schon zum Beispiel gesagt, was, du bist 28? Oh mein Gott. Weißt du, so, wo du denkst, und heute denkst du auch so, 28 ist eigentlich noch, wäre noch schön. Wär noch schön. Vor allem ist es schon nur gesehen bei mir, wo zuerst, wo ich so alt wurde wie meine Mutter, wo sie mich gekriegt hat, und dann bin ich so alt geworden wie mein Vater, wo er mich gekriegt hat, weil die haben 2 Jahre Unterschied. Und dann bist du wirklich so, hä? Ich kann knapp mal meine eigene Wohnungstür aufschließen, ohne dass gerade alles abfackelt. Und jetzt hättet ihr mich schon gekriegt. Ja, das ist, meine Mutter hat mir das, ist lustig, wir haben uns über das gerade letztens unterhalten. Sie hat mich ja mit 22. Ja, meine mit 24. Weißt du, ja, eben. Aber siehst du, zum Beispiel die Mutter sehe ich, wenn ich die Mutter sehe, denke ich, die ist immer noch sehr jung. Ja, gut, meine Mutter isst auch nicht. Meine Mutter kaut nur. Meine Mutter ist das Gegenteil von einer italienischen Mutter. Gross, schlank, kann nicht kochen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Meine Mutter und ich haben immer Complex gegessen mit meiner Schwester. Komischerweise, meine Schwester kann mega gut kochen. Ja. Yeah. Sie hat von meinem Vater genommen, offensichtlich. Aber ja, das ist... Meine Mami ist... 22. 22, ja, stimmt, so sind wir auf das gekommen. 22, dann denkt ich, fuck, 22? Zahlst du nicht einmal Pensionskasse? Weißt du, was ich meine? Es ist ja so jung. Und ich habe mit 22 nicht einmal gewusst, was ich mache. Ich bin in einem Praktikum gewesen und meine Eltern sind dann einfach, was ich selber gemerkt habe, plötzlich älter geworden. Mhm. Und das kann ich mir nicht vorstellen, mit 22. Stell dir vor, der Schuhe mit 22 wird Vater. Nein, logisch nicht. Das ist unmöglich. Aber du bist jetzt damit, dort bist du noch 29 gewesen? Ja. Ja. Bist Vater geworden? Ja. Auch noch jung eigentlich? Auch jung. Ich habe immer gesagt, vor 30. Mhm. Habe ich knapp geschafft. Aber ich habe gemeint, du hast keine Entscheidungskraft in dem Ganzen. Natürlich, ja, habe ich auch nicht gehabt. Also, Männer, die verheiratet sind, müssen das gerade sofort löschen aus ihrem Kopf. Also, dass sie irgendwann wieder mal etwas dürfen entscheiden, das können wir auch vergessen. Also, jetzt wirklich mal ohne Witz, du lachst jetzt. Aber das ist, nicht verheiratet. Du bist nicht verheiratet, Auguri. Auguri, wie weiss ich wirklich. Aber vergessen das einfach, dass sie jemals wieder etwas dürfen entscheiden. Und zwar, weißt du, meine Frau hat das ja, du kennst sie wunderbar, sehr gut. Sie gibt mir ja, das ist ja das Schöne, sie gibt mir das Gefühl, dass ich etwas entschieden habe. Ja, klar. Dabei habe ich es ja gar, ist schon lange abgesegnet ja. worden. Weißt, das ist ja das Schöne. Sie verarscht mich noch in dieser Beziehung. Und ich akzeptiere es einfach, weil ich ein Mann bin. Ja, also, du hast aber trotzdem gesagt, bis vor 30. Und es hat knapp gelangt. Es hat knapp gelangt. Und hast du das Gefühl gehabt, bist du bereit gewesen? Nein, zum Vater werden ist mir nie bereit. Ja. Also... Und es ist wirklich sehr spannend, so die weißt du, alle natürlich, das ist das Geilste. Sobald du älter wirst, alle wissen es besser. Und alle sagen dir, was kommen wird, ja, gell? Ja, alle so, oh, was wir halt 5 Monate, warte, bis sie 6 Monate sind. Hey, und am Anfang schreien sie und schießen und... Und ich so, wenn ihr das, wieso gibt es noch Kinder? Wenn alle das erzählen, wieso machen wir noch Kinder? Eigentlich müssen wir schon lange keine Kinder mehr haben. Das, so wie ihr es erzählt, ist das Schlimmste, was es gibt. Ja. Yeah. Dabei ist es schön, logischerweise. Mhm. Und zwar von Anfang an schön. Ich muss sagen, eine Geburt oder besser gesagt eine Schwangerschaft für eine Frau, also zum Glück machen das Frauen. Also ich habe es bei meiner Frau gesehen, also das muss ja schrecklich sein. Mhm. Wir können ja das beide logischerweise nicht, aber also das sind Sachen, ich bin ja immer... Du gehst ja dann mit als Vater, ersten Ultraschall ja. und so. Dann sagt sie, oh, schau dort Hand und Bein. Und du denkst auch so, also, wie? Ist auf dem Kopf? Dann sagt sie, nein, das ist der Kopf. Ich so, ah, das ist der Kopf. So ein Ultraschallbild. Weil die Ärzte gehen immer davon aus, ja, sehen sie. Und du, yeah, yeah. Und du siehst einfach nur so ein schwarz-weiß Bild, das verschwommen ist. Und du denkst, irgendwann stellt sie scharf. Aber das ist es. Das ist das Bild. Und jetzt gibt es ja 3D. Stimmt, ja. Yeah. Aber das ist freaky, oder? Wow. Das habe ich schon von Bahnen gehört. Ja. So, du bist eigentlich nicht sicher, ob du es wirklich willst. Weil es ist so. Also ich glaube, für die Väter ist es gut, damit sie vielleicht einen besseren Bezug dazu kriegen. Richtig. Weil ich denke mir immer, der Mann macht ja wirklich sehr wenig in dem Ganzen. Und 1,5 Minuten, 2 Minuten höchstens. Hast du etwas zu tun mit dem? Dann ist es fertig. Ja, und eben auch der ganze Prozess, bis das Kind kommt, ist ja. Ja, eben, bist begleitend. Aber ja,
Nein, also es ist alles. Es ist schön. Es hat in der Schwangerschaft kannst du als Mann bist du machtlos. Weil du kannst nicht. Es ist egal, was du machst. Es ist eh. Und du musst es einfach akzeptieren. Ich habe immer gesagt, also ich habe mir selber gesagt, mach einfach alles, was ich sage. Yeah. Und zwar, auch wenn sie das gesagt hat, diskutiere nicht. Ja, weißt, mach einfach das sehr gut. Mach. Auch wenn sie dich mal. Baby, mach mir Bein auf. Nein, wieso sind meine Beine oben? Okay. Weißt du. Auch wenn sie dich mal bis auf die Knochen beleidigt, genau. Mach's einfach. Mach einfach, heul nicht, heul allein im WC, wenn du allein bist. Aber heul einfach, mach einfach. Sieg für deine Frau da, weil du kannst sonst nicht, weißt du, kannst ihr wirklich nicht abnehmen, außer dass du einfach Verständnis hast. Und es hat so viele Phasen in der Schwangerschaft, wo du. In meinen Augen, das ist meine Meinung, wo es nicht braucht. Also was meinst du mit Phase? Weißt du, es hat so Sachen, wo eben, die Leute sagen dir und dann plötzlich musst du so Kurs machen. Ja. Wo du nicht brauchst. Ja. Wo so. Kein Mensch braucht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das soll erzählen, aber du weißt schon, was ich meine. Weißt, es ist so, nein. Es sind einfach so Sachen, die ich einfach nie habe. Zum Beispiel. Soll ich es erzählen? Ja, du, ich habe kein Problem. Wir brennen noch einen Schluck Kaffee. Nein, also, es ist natürlich gesagt worden, ja, Schwangerschaft-Vorbereitungskurs müssen wir machen. Und ich sagte, ja, okay, ich bin ja immer, okay, was ist das? Muss man zahlen? Was heisst das? Nein, schon zahlen, aber die Krankenkasse gibt es da dann zurück. Ich so, okay, das heisst. Das ist übernommen, oder? Ist übernommen, oder? Ich habe gesagt, okay, wenn eine Krankenkasse das zurückgibt, heisst es macht Sinn in meinem Kopf. So Sachen organisiert natürlich immer meine Frau. Dann hat sie gesagt, ja, will ich machen. Und dann bist du wieder in dem Mut, okay, sie will machen, machen wir. Angemeldet, ein Wochenende. Samstag, Sonntag. Es gibt so Intensivkurs. Und es gibt etwas, was ich nachher erst herausgefunden habe. Wochenende. 9 Uhr am Morgen bis um 6 Uhr zu oben. Samstag und Sonntag. Das ist intensiv, oder? Das ist. Und ich muss vorne weggehen. Ich bin so nicht einer so, wie nennen wir die? Fühlst mich, spürst mich. Weißt du, so. Ich bin so eher. Fan von der Wissenschaft. Fan von der Wissenschaft. Wir haben auch viele Ärzte in der Familie. So einfach, weißt du, Fakten. Yeah. Das finde ich cool. Ja. Yeah. Okay. Und, aber nichts gegen. Weißt, natürlich. Yeah. Okay. 9 Uhr fängt an. Meine Frau und ich. Mit einer Schwangeren laufen ist ja schon an sich nicht einfach. Also, und dann schleifen sie einfach Beine und Fies und so. Du musst einfach die anpassen. Yeah. Mit der Schwangeren laufen ist wie wenn mit einem Kind laufen. Also, du hast immer so Nackenstarre, weißt, wenn du am Boden musst schauen und ich muss so. Gut. Also es geht langsam voran. Yeah. Wir so 10 vor 9, knapp 55, nicht mehr, sind die schon vor der Tür. Schaut auf ihre Uhr. Und ich schon, es ist ja um 9, oder? Ja, nein, nicht. Und währenddem schaue ich sie an, sie hat einfach keine Schuhe angehabt. Wieso auch? Und ich so, das ist schon das erste Mal, wo ich meine Frau skeptisch anschaue, aber sie hat mich nicht angeschaut. Gehen wir rein und sagen, ich muss die Schuhe abziehen. Ich so, okay, erstes Problem. Also schon falsch in meinen Augen. So, okay, cool. Weil, jetzt, also, die es gesehen, wissen es ja, die dich kennen, wissen es ja. Ich meine, du hockst jetzt hier in einem Anzug. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay. Du musst vielleicht wirklich noch abziehen, sie klappert die ganze Zeit. Okay. Aber personalisiertem Hemli. Nein, aber das alles sitzt piekfein und Le Scarpe. Le Scarpe. Schöne Lederschuhe. Zieht man nicht ab. Aber wo? In welcher Welt muss ich Schuhe abziehen, wenn ich in einen Kurs gehe? Du, die sind im Bein. Okay. Und ich bin natürlich, obwohl es ist Samstag war, ein bisschen legerer. Also, ich habe nicht den Anzug angehen, aber trotzdem Hose, normale Schuhe und ein Hemd. Also, wie laufen die Leute? Das finde ich geil. Wenn du die Leger anziehst, ist für mich schon. Du bist schon schick. Ist eine Hochzeit. Das ist das Geile. Die Schweizer sagen immer so, wo gehst du an eine Hochzeit? Dabei habe ich so, nicht da, was, ein Anzug. Gut, mein Automat ist an eine Hochzeit, wenn wir an. Weißt du, das ist. Aber das ist schön. Er sagt, jo, wie willst du das steigern? Ich sage, du, lass erfahren. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Absolut. Das habe ich auch gemerkt. Es gibt bei dir dann nochmal einen drauf. Ja, also ist ja logisch. Okay, dort eher leger, aber gleich halt anständige Schuhe. Ja, also, um es kurz zu fassen, ich habe keine Kleider gehabt, um am Boden auf einer Yogamatte zu hocken. Dann komme ich in den Raum, Joel.
Aber das hast du doch gewusst, dass man irgendwie nicht mehr am Boden sitzt. Nein, das habe ich auch nicht gewusst. Ah, okay. Nein. Ich habe gedacht, weißt du, Kurse zeigen oder so, was wichtig ist und so. Okay. Und dann habe ich schon irgendwann neu in meinem Kopf, habe ich dann schon gedacht, ja, vielleicht gibt es so Übungen zum Schnaufen oder keine Ahnung. Ja. Komme ich schon in den Raum, natürlich sind wir die Letzten gewesen, sind schon 5 andere Bälle, alle mit Trainerhosen schon, neben ihrer schwangeren Frau, alle riesen Kugeln. Und ich muss nur sagen, es ist im so Anfangs Herbst, also es ist so die ersten kalten Tage gewesen, so ein nass kalter 4. Tag. So, komme rein, alle schauen mich schon so, hallo, guten Morgen, gut. Macht die Tür zu, hockt an. Und jeder hat so eine Küsse gehabt, so eine Stillküsse. Aha. So die mit diesen Körnchen drinnen gehabt. Höchst unbequem. Es ist schon möglich, auf diesen Küsse bequem zu haben. Dann bin ich halt so halb gelegen, halt nicht im Schneidersitz. Oder? Und jetzt hocken wir aufs Küsse und fangen mit Schnaufübungen an. Also du musst dir vorstellen, ich bin da drinnen mit dem Hemdli, nur Hose, Anzug, um mich herum schwangere Frauen mit Männern, die einfach auch in diesem Modus waren, ja, ich mache alles, was du willst. Und du, sie sind eigentlich auch Frauen gewesen. Wo ich sage, und jetzt muss ich schnaufen. Also ich bin da hergekommen zum Schnaufen. Mhm. Okay. Dann macht sie so, kannst du noch aufs Küssi hocken bitte? Das erdet dich richtig. Ich so, aber ich hocke ja. Weißt du, das ist dann für mich, ist das dann immer so, ich habe das dann gern. Aber ich hocke ja. Weißt du, wie so, diskutieren nicht. Oh, ich bin da. Okay. Krankengasse zahlt es zurück. Pasquale. Mach einfach. Ich so, okay. Dann haben wir zuerst mal 10 Minuten geschnauft. Aber nicht einfach geschnauft. Und jetzt schnaufen wir in unser Knie. Und jetzt schnaufen wir in unser. Und ich bin einfach dort gelegen und habe einfach nur meine Frau angeschaut. Und sie weiss, meine Frau kennt mich natürlich zu gut. Sie weiss es. Sie hat auch, wir haben natürlich die Augen müssen zumachen. Yeah. Und ich bin einfach so gesagt. Augen offen natürlich. Und dann meine Frau hat mich stinkhässig. Es ist so schwierig, mich hässig zu machen, weil ich das weiss. Aber ich bin dort so hässig gewesen. Für mich war ich so, Baby, wo bin ich da? Was mache ich? Wie komme ich zu dieser Situation? Und sie hat dann natürlich mega müssen lachen unter Druck und so, weil sie hat mich einfach gesehen, ich bin am explodieren gewesen. So. 10 Minuten geschnauft, überall in jede Knöchel, überall in unserem Körper ist die Sonne aufgegangen. Yeah, jetzt sind wir bereit, jetzt haben wir die Energie. Yeah. Also, dann hat sie sich vorgestellt. 40 Jahre lang Hebamme gewesen, keine Ahnung, die ist jetzt irgendwie 70 und macht jetzt so Kurs zum Blut. Ist darum gegangen, bla bla bla, Kaiserschnitt oder nicht? Wo sie das Wort Kaiserschnitt gehört hat, sie hat wollen. Sie hat mich umbringen. Ja. Es ist immer dort geredet worden. Also warum hat sie das Wort gehört? Weil du es gesagt hast. Natürlich. Das hat sie so gehört. Weil am Anfang hat sie natürlich wissen, was wir alle für einen Beruf machen. Nicht, dass ein Arzt dabei ist. Ja. Und dann immer natürlich natürliche Geburt. Frauen, ihr schafft das alle. Kaiserschnitt sind nur im Notfall und nicht einmal im Notfall manchmal. Also ihr schafft mehr. Weißt, es ist das, die Flughöhe. Ja. Und dann sage ich so, ja, aber es gibt ja noch den Kaiserschnitt. Boah, nein, was? Kaiserschnitt sicher nicht. Jede Frau schafft das und so. In der Zwischenzeit ist eine von diesen Schwangeren aufgestanden und macht das Fenster auf. Mhm. Und ich bin dort so, das, oh ja, alle Schwangeren, oh ja, es ist so heiß mit der Hitze. Ja, logisch. Und ich so, ja, ne, also mega heiß ist es jetzt nicht. Also ich weiss, bei euch ist es hart, bei euch. Es ist auch kalt. Nein, ein bisschen Luft. Ah, okay, cool. Auf jeden Fall Kaiserschnitt, bla bla bla. Sagt sie so, also morgen schauen wir ein Video. 4 verschiedene natürliche Geburten. Uh-huh. Und dann habe ich in meinem Kopf. Wirklich, die ist so wie vorhin in der Schule, ist so mit dem VHS-Fernsehen, weißt du? Yeah. Das Wägeli, das Medienwägeli. Ich kann dir sagen, die ganze Apparatur. Richtig. Ist so reingegangen und dann nimmt es. Also, du hast den Fernseher gesehen, wo VHS schon drin hatte? Genau. Oh, Weltklasse. Das sind die Beste gesehen. Ich habe immer gewusst, dass es noch so etwas gibt. Auf jeden Fall sagt sie, wundert euch nicht, das Video ist ein bisschen alt. Aus den 70er Jahren. Ich so, ein bisschen alt. Okay. Das wird sicher sehr zeitig. Ja. Haben Sie vom Vietnamkrieg noch geredet? Ja, wahrscheinlich. Ja. Dokumentation, 70 Minuten, 4 natürliche Geburten, wie du auf 4, also wie du gebären kannst, in 4. Ja. Gut. Sagt sie so,
das sind eure Optionen. Also weißt du, also wäre das immer yeah. noch heute möglich. Yeah. Man fragt, ja, VHS. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja, das ist sicher blöd. Oh, es ist sicher blurred. Weißt du, so? Nein. Es ist sicher, wenn, also weißt du, meine Geburt, also du, wir wissen ja alle. Ja. Wo, ja. Dann habe ich gedacht, dort dienen sie sicher so oder machen so eine spezielle Perspektive, wo du es nicht siehst. Ich bin dort gesehen, ich dachte, oh mein Gott. Und sie ist, hat uns angeschaut, also nicht das Video. Ja. Yeah. So, sie hat mich noch gezwungen, dort in diesem Bildschirm zu schauen. Ich so, oh mein Gott. Irgendwann ist sie gekommen, hat den Kopf angehabt. Ich bin gerien worden im Gesicht. Und die Augen aufgezogen. Ja. Gesagt, du schaust jetzt. Vor allem, das, weißt du, das Video auch. Man, es hat eine Wassergeburt gehabt. Ja. Also, die ja. Frau war im Wasser und eben, also während einer Geburt passieren bei Frauen Sachen, die sie nicht können aufhalten können. Also, viele verschiedene Flüssigkeiten, die ich jetzt nicht logisch. Also, gut, man ja. kann sich das vorstellen. Zu dem anderen hat man dann natürlich das Wasser schön vorbereitet mit ätherischem Öl, wo das Ganze natürlich befürworten und die sollten oben abholen. Ja. Eigentlich wie Wellness. Aha. Dann wird das Kind in dem Wasser. Abgesehen davon, dass du schnell ein Mensch aus dir raus richtig, musst. Dann wird das Kind geboren in dem Wasser, wirklich das Wasser schon. Ja. Also, ja. muss ich ja nicht erklären. Dann siehst du einfach hinten dran, der Mann muss sich einfach von davon ausziehen. So. Und ich so, nein, 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 er macht das jetzt nicht, gell. Er macht das nicht. Und steigt einfach in das Wasser und tut sich nur, weißt du, so, mit dem Wasser so. Und die erklären so in der Dokumentation, ja, und das ist für die Bindung perfekt und so. Und ich so, ich weiß nicht mal, ob das Kind genau weiß, ob es jetzt draußen ist oder nicht, weil es ist immer noch Wasser. Ja. Yeah. Weißt du, es ist so, also, wir sind einfach ein bisschen, ja. Und dann zwei an der Sprossenwand, eine so, eine haben sie müssen mit einer Glocke. Also, wirklich, es gibt so Situationen bei einer Geburt, wo du einfach als Mann, und die Gesichter von den Männern sind eigentlich das Lustigste gewesen. Und dann ja, die sind schockiert, die haben nicht gewusst, eigentlich dort ist so etwas Schönes und was dort passiert ist mit dem Ding, weißt du, und dann können wir noch Stuhl gehen und so. Okay, Dokumentation fertig, ich bin am Boden zerstört, ich habe nicht mehr gehört, ich habe nicht mehr gewusst, wo vorne und wo hinten ist. Und was ist denn für Zeit gewesen? Der war irgendwie viertel ab neun gewesen. Yep. Hey, ich habe gedacht, wie halte ich das nur durch da? Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, hat sie mir dann so wie einen Drogendealer am letzten Kurstag Bescheinigung für die Krankenkasse sogar. Danke vielmals, tschüss, ciao. Ja. Und ich habe einfach meine Frau hat, sie dann, hat sich entschuldigt, ganz offiziell. Weil ich habe dann natürlich in diesen Pausen, die wir dort hatten, habe ich ein bisschen in diesem Rhythmikraum herumgeschaut. Dann habe ich gesehen, es gibt auch Kurse, die du nur am Oben machen kannst. Und nur an einem einzigen Kurs hat mir so der Mann dabei sein. Also, aber ist der obligatorische Kurs? Nein. Nein. Und es und ist hat sie jetzt noch täglich das Gefühl, es hat etwas gebracht? Nein, weil wir einen Kaiserschnitt gehabt. Und das ist wegen dem. Nein. Aber nein. Ich denke immer, wenn man so einen Kurs macht, dann ist es eigentlich schon gut, wenn der Mann für alles dabei ist. Ja, auch nicht. Weil, weißt du, wie will ich dir helfen? Weißt du, sie hat natürlich immer nur mit den Frauen geredet, weißt du, und yeah. geht es euch und sie haben sich dann, weißt du, es ist eher schön für Frauen, dass sie sich können austauschen, weißt du, yeah. ah ja, haben die auch. Ja, aber dann können die euch austauschen in eurer Hilflosigkeit. Ja, ja, aber was willst du austauschen? Du hast nichts zu sagen, wir sind alle gleich, wir sind einfach nur Sklaven, um das Wort jetzt so benutzen, von unseren Frauen, was auch richtig ist, aber wir wissen alle schon, was wir machen müssen, weißt du, was ich meine? Und die Frauen dann, haben die auch immer heiß, ja, weißt du, immer wenn ich Wasser trinke, dann schwitze ich. Ja. Yeah. Ja, das ist normal. Also, weißt du, auf jeden Fall, ja, das ist, also nein, der Kurs. Jeder, der das machen will, darf das natürlich machen. Für mich speziell noch nicht eine Kurse haben, die es unbedingt braucht. Weil, weißt du, es passiert eh, du kannst das nicht entscheiden. Das habe ich selber gemerkt. Du kannst nicht entscheiden. Unser Sohn hat irgendwie, keine Ahnung, der hat sich schon balabala Samba schon im Buch. Und dann hat irgendwie der Arzt gesagt, los, ich weiß nicht, ob der rauskommt oder nicht. Das ist ein bisschen heißer, weil, weißt du, mit der Nabelschnur und so, yeah. und der bewegt sich zu fest, Kaiserschnitt. Ja. Yeah. Und das ist auch so hart. Weißt du, Ärzte sind momentan so, dass sie sagen, ist das für sie noch, weißt du, ist das für sie noch nicht? Das finde ich auch so paradox. Ja, ist ein Kaiserschnitt für sie noch nicht? Ich so, ja, du bist der Arzt, was für mich noch, weißt du? Ja, ja.
Aber das ist dann halt immer so, ja, man muss halt auch jetzt aufpassen. Ja, logisch. Es gibt natürlich Leute, die, nein, ich schaffe das und so. Aber weißt du, es geht ja gar nicht darum, dass du es schaffst. Natürlich schafft es jede Frau, aber es geht halt um die Gesundheit von jemand anderem in dem Fall, oder? Ja. Yeah. Und wegen dem, also, ich habe ja beim Kaiserschnitt zugeschaut. Also ich habe richtig so, du bist ja auch dabei. Mhm. Und dann habe ich, weil mir, ich finde das nicht so schlimm, dann habe ich immer so übergeschaut. Und der Arzt da, was, ich soll dafür schauen. Ah, oh, ja. Ich soll es mir erklären. Und meine Frau irgendwie, und dann haben wir alle Schritte geladen, höchst spannend, oder? Und dann wird ja selber geboren, trotzdem mit einem Kaiserschnitt. Also sie machen wie einfach zu und dann kommt raus und dann fährst du einfach heulen. Und es ist wirklich wunderschön. Ich bin völlig parallel. Also ich habe nicht mehr gewusst, wohin und wovon. Sobald er heult, heulst du auch und du weißt nicht, was machen. Und dann kommt Hebamme und sagt, du hast den ganzen Tag geheult. Du hast den ganzen Tag. Wir haben irgendwann mal kurz telefoniert und du hast... Ich glaube, dort ist schon etwa 5 Stunden am Stück geheult. Ich habe nicht einmal mehr Tränen gehabt. Eben, du hast gesehen, das hört gar nicht auf. Immer wenn ich ihn angeschaut habe, ich denke, das ist so etwas Spezielles und so etwas Schönes, wo du denkst, hey, das können einfach Menschen machen. Weißt? Du vergisst alles. Und das ist natürlich schön. Du wirst dann recht schnell wieder auf die Welt gebracht. Sie haben mich ja verarscht, das ist so ein Hebammenwitz wahrscheinlich, so ein Gag. Sagst du, die erste Windel. Ja. Und dann, das macht gerade der Papi. Und ich so, ja, easy, weißt du, schön, Hemmli hintergezogen. Natürlich bin ich total wie Hemmli wie Willi, oder? Ich lege mir Hemmli hintergezogen. Dann mache ich die Windel auf von einem Mensch, der seit ein paar Stunden geboren ist. Mhm. Jetzt, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, ich schieße nicht so viel. Ja. Jetzt mal alles schwarz. Kennst du, wenn du Karamell warm machst und nicht mehr an, weißt, dann bekommst du so mega schlechte weg. Weißt du, die Konsistenz. Ich habe eben am Abend so, das ist, wie nennen sie es, so schwarzer Pech oder so Pech irgendwie. Auf jeden Fall, der erste Schiss ist quasi wie, logischerweise, das Fruchtwasser und so, einfach alles, wo einmal. Yeah. Yeah. Und das ist halt so eine mega schleimige, schwierige Konsistenz. Ich bin eine halbe Stunde dort, ich habe geschwitzt, ich musste mein Hemdchen wechseln. Habe ich gesagt, wo du natürlich auch noch dabei gehst. Wo natürlich auch nicht dabei gehst im Auto. Und dann habe ich gesagt, ist das jetzt immer? Ist das? Ist das jetzt der Status quo? Ist das jetzt ein Windelwechsel jedes Mal? Also, nein, das ist nur der. Yeah. Das machen wir immer mit den Vätern. Ich so, okay, cool. Ja, das ist, aber es ist alles so spannend, weißt du, so kleine Schöppeli und so. Und du bist einfach nur noch, du funktionierst nur noch für ihn. Ja. Das ist schön. Und jetzt ist er 1,5. 17 Monate. Ja, also. Das ist auch etwas, was mich so aufregt. Eltern reden ja so in den Monaten. Ja, irgendwann hört es wahrscheinlich auf. Aber also ich habe mich zum einen Monat verdorben. Ich habe es oft aufgerundet. Ja, in den Monaten. Ja, weißt du, 1,5. Schwätzt ein bisschen, läuft um wie blöd. So wie blöd schreit. Mm. Und immer wenn Aufmerksamkeit will. Aufmerksamkeit will, ja, schreit. Und er ist, glaube ich, schon cleverer als mir. Der verarscht uns schon. Und das kommt nicht gut, wenn es so weitergeht. Weißt du, er schaut natürlich, er testet seine Grenzen, oder? Mhm. Und was ich jetzt beobachtet habe in letzter Zeit, ich muss ihm nicht mehr erklären. Also, wenn du musst im Lernen trinken, dann sagst du, schau so und dann zeigst du es ihm. Yeah. Aber zum Beispiel, ich habe die Geschirrwaschmaschine letztes Jahr gemacht und unsere Geschirrwaschmaschine funktioniert so, dass du musst eigentlich 3 Schritte drücken. Also quasi machst sie an, das Programm und dann starten. Und okay. Dann gehe ich raus, bla bla bla. Und dann ist ein Tag gewesen, wo die Skiwaschmaschine nicht gelaufen ist. Plötzlich ich so, was ist das für ein Geräusch? Dann sehe ich ihn. Das vor der Skiwaschmaschine. Ich so, habe ich gesagt, was ein Zufall. Ja. Jetzt macht er jeden Morgen die Skiwaschmaschine an. Leer. Die läuft einfach leer. Sie tut sich, sie schack, was sagen wir da. Ich so, und das ist sehr gefährlich. Weißt du, er beobachtet und dann merkt er sich die Sachen. Und ich so, habe meine Frau gesagt, ey, wir müssen langsam aufpassen. Weißt du, also 3 Knöpfe drücken. Nicht einmal meine Frau weiß, welche Knöpfe sie muss drücken. Ja. Und da hat sich gemerkt und dann einfach geschaut. Weißt du, dann habe ich gesagt, okay, wir müssen langsam aufpassen, was wir machen. Weißt du, es kommt jetzt die Phase. Jetzt ist er nicht einfach der schießt und schläft. Ja. Yeah. Und jetzt ist er der, was ist das? Ja, habe ich schon gemerkt bei meinem ersten Götti-Mädchen, wo irgendwann mal, das ist sogar schon 2 gesehen. Und dann habe ich sie, einmal wirklich ganz oben gehütet. Also, hätte dann auch gelangt, ja. Und für ihr ist es so gesehen, irgendwie, sie haben noch gesagt, ich weiß nicht mehr, ob sie noch etwas gesagt haben, aber es ist so gesehen,
Fernsehen bedienen, weißt, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ist so bei den Eltern gesehen, vom Gefühl her. Und dann wirklich hast du so eine Sekunde nicht zugeschaut und dann hat sich schon der Fernseher angehört und irgendwie schon umgestellt und Lautstärke. Weißt du, eben. Er swiped ja. Ja. Also, meine Frau und ich haben einen sehr pragmatischen Umgang mit dem iPhone. Also, ich finde einfach, wenn man es verbietet, oder was ich bei meinem Sohn gelernt habe, ist, wenn du es verbietest, dann wird es interessant. Und so, wir haben gerne das iPhone so punktuell und dann hört einfach nach 2-3 Minuten, wenn er es gemerkt hat, dass wir es ihm gerne, hört einfach von allein auf. Also, das ist ja spannend. Genau, das ist ja spannend. Aber mein Grossvater hat etwas Schönes gesagt. Mein Grossvater, 85, 2 Grie, ich weiß auch nicht, überall. Yeah. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie man das iPad anmacht. Und der kann wirklich, er kann fast schon ein Telefonat starten. Ja, klar. Also weißt du, er geht drauf und dann sagt meine Frau, nicht aufs Telefon. Mhm. Dann schaut er zwischen all diesen Apps, schaut er zu dem Telefon. Und immer so, weißt du, er schaut dann immer so, weißt du, wie so, und dann, wenn ihm etwas nicht gefällt, swipet er, macht weg, weißt du, so. Ja, dann, hey, das gibt's ja nicht. Aber es wird natürlich sehr uninteressant, wenn er wirklich, wenn er schreit und sieht, du bist am Handy, dann geben wir es ihm. Ja. Yeah. Dann drückt er, macht und so. Und wenn er merkt, dass man ihn nicht, dass es nicht wichtig ist für uns, dass er eigentlich darf, dann lass es wieder und geht irgendwie, keine Ahnung, Geschirrwaschmaschine anstellen. Oder Gitarre spielen. Oder Gitarre spielen. Momentan sehr, sehr, ja, sehr in Gitarre, die du ihm geschenkt hast. Danke, dass du alles Sachen schenkst, die leislich sind. Du hast mir gesagt, wo jetzt auch für die Eltern so angenehm. Du hast mir, ich habe gefragt, was soll ich sagen? Du bist der Götti von meinem Sohn. Ja, aber ich hätte mir sonst vielleicht etwas geschenkt. vielleicht nicht so etwas. Nicht so etwas. Aber ich frage noch, was soll ihm schenken, was hätte er gern? Irgendwie so, ja? Da bist du als Vater, ist die Verantwortung, wenn du mir schreibst, er hätte gern Sachen, die laut sind und die er umschmeißen kann. Dann hast du ihm eine Gitarre geschenkt. Ja, die unzerstörbar ist. Wie ein G-Shock. unglaublich. Und die ist jetzt hoch im Kurs. Auch deine Bongos übrigens. Können wir langsam. Er tut jetzt beide gleichzeitig. Also ist wirklich, das ist wahnsinnig. Der wird ein Multi-Instrumentalist. Ja, oder einfach, er hätte gern, wenn etwas Krach macht. Das, weißt du, mein Traum wäre ja, wenn irgendjemand von diesen Götti-Kindern würde Rockstar werden. Für dich? Ja, fände ich mega geil. Ja, ein Rockstar. Fändet meine Frau, glaube ich, nicht so gut. Aber, ich war ja dann so egozentrisch und narzisstisch, dass ich würde sagen, das ist wegen mir. Oder? Ja, aber etwas wegen dir passiert sicher. Weil ich irgendwie, wo sie eins gewesen sind, weil ich habe es ja schon mehrmals probiert. Also ich habe es ja schon beim ersten Götti-Mädchen habe ich auch. Das ist aber zwar, das ist mehr so eine Gitarre gewesen, wo du wirklich hast können spielen. Die jetzt ist wirklich einfach draufdrücken und es macht Lärm, oder? Ja, aber Instrumente hat er schon viel. Meine Großmutter hat ihm ein richtiges Piano, weißt du nicht? Ja. Das ist crazy, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist so wirklich ein Flügel in Miniatur. Ja. Yeah. Und es hat wirklich auch Töne, weißt du? Ja, yeah, Und ich dachte so, what? Und ich komme nicht... Ja, ein Keyboard halt. Nein, es ist so wie... Töne sind eher, glaube ich, wie ein Xylophon. Okay. Weißt du, es hat nicht sein, aber irgendwie... Eben, Instrument gefallen. Ich weiß nicht, ob Instrument gefallen, aber man merkt einfach, dass es Lärm macht. Yeah. Aber mal schauen. Ich freue mich schon auf den nächsten Geburtstag und was als nächstes kommt vom Götti. Mal schauen. Ich verahne schon, also es gibt nur eine Steigerung. Das hat jetzt mit vielleicht Schlägen zu tun. Ja, eben, die Bongos sind ja noch mit der Hand. Gitarre ist mit der Hand, Piano ist mit der Hand, nächste wäre. Ja, mal schauen. Velo-Trottinette ist jetzt auch in. Ja, und Bobbycar hat er ja schon, oder? Hat er schon. Ja. So ein Velo, auch grossartig. Weißt du, wenn du Vater wirst, dann denkst du, ach, das muss ich erfinden, das hat sicher noch keiner erfunden. Dabei gibt es das schon lange, weißt du? Das ist, aber es so, ich bin so Fan von so Sachen, zum Beispiel, wenn du ein Kindersitz musst du irgendwie 3 Kindersitz kaufen. Ja. Und das ist so, und ich so, ja, aber gibt es nicht einen? Ein für alles. Ja, meine, sie sind der Erste. Nein. Du musst nach dem Baby, dann nach 12. Ja, klar. Ja, es gibt ja sicher auch, also, ich kenne mich da zu wenig aus, aber es gibt ja sicher auch verschiedene Kinderwagen für verschiedene Stufen, oder? Du kannst ja nicht das kleine Babywagen, das du am Anfang hast, ja, wo es aussieht wie so ein Bassinett,
das tust du dann ersetzen. Und irgendwann, manchmal sehe ich so Dinge, wo ich denke, das muss schon der Porsche sein. Weil du hast so ein Kind, das sieht aus, was 15. Und das hockt dann so dort hin und es hat irgendwie 17 Räder. Und überall hat es nochmal irgendeinen Spezialknopf und irgendein Ding, das sie ziehen und so. Ich habe gesagt, irgendwann, wenn ich Geld habe, mache ich einen Babyladen auf. Hey, du weißt, das machst du alles vorher. Mhm. Und du kaufst so viel, vor allem beim ersten Kind, kaufst du so viele Sachen. Yeah. Nie gebraucht. Yeah. So eine Flaschenwärmer. Ja. Yeah. So nein. Das brauche ich. Dann denkst du, ja shit, das brauchst du sicher. Dann kannst du nicht kalte Milch geben. Nie gebraucht. Einmal zum Testen habe ich meine Milch, yeah, die ich am Abend trinke, habe ich gedacht, ah, es wird gehen. Für nichts geben, für nichts. Aber so viel Saft. Ich habe immer gesagt, irgendwann mache ich ein Baby, eine Kette sogar. Ja. Yeah. Und einfach Babysachen mit zwei, drei guten Verkäufern drin. Du verdienst dich kaputt. Wie? Jetzt ist ein brutaler Mann, aber du musst zuerst in den Markt reinkommen, weil es gibt ja wahrscheinlich eben schon alles. Genau, oder? Das Gleiche wie jetzt. Und dann sagst du, oh, du arrivato. Hm. Der, der kommt und meint. Aber hey, nein, weißt du, was ich gemerkt habe? Bei zum Beispiel Ferien. Menschen, die für Ferien sparen und yeah, geben es dann das Geld dann aus. Ja. Yeah. Für Kinder tust du nicht einmal sparen, du gibst es einfach aus. Yeah. Weißt du, zum Beispiel beim Bettchen. Und dann Verkäufer haben sie natürlich ein einfaches Leben. Es ist natürlich auch so aufgebaut, es ist mega clever aufgebaut. Mega clever. Das hätte ich auch so aufgebaut. Matratze. Das ist die Standardmatratze, mhm, für 10 Franken. Das ist schon ein bisschen bessere für 20. Und dann haben wir Premium, mhm, für 50 Franken, wo du kannst drehen, nach 6 Jahren weißt, drehen, mhm, und so. Und es hat keine orthopädische Blablabla bla, bla, und dies und das. Und wenn du schwitzt, weißt dass die Matratze dir nicht gerade noch eine dritte Säule gibt. Yeah. Matratze dreier. Yeah. Weißt du, oder dass noch Geld in der Matratze ist, ist schon ein Wunder. Weißt du, und du denkst dann so, und er denkt, ja, dass wir halt eh wissen, was sie machen für ihr Kind, ob das Beste genug gut ist für ihr Kind. Ist ja logisch, dass es sind drei gleiche Matratzen. Weißt du, eine Matratze ist eine Matratze. Ja. Yeah. Du nimmst immer die von 50 Franken. Immer. Das ist der Unterschied wahrscheinlich. Weil für dich selber, Psychologen haben ja mal die Tests gemacht, du nimmst eigentlich selber. Also der Großteil von der Menschheit nimmt das Mittlere. Richtig. Das machst du dann auch in der Preispolitik, dass richtig, du irgendwie zum Beispiel dreimal das gleiche Deo, einmal machst du es ganz günstig, einmal machst du das Mittlere, einmal machst du das Mittlere. Ist auch Marketing. Eben. Ja. Aber ich habe das Gefühl, eben, bei Kindern ist dann so... Du vergisst dich völlig. Nur das Beste. Ja. Nur das Beste. Yeah. Und die Spielsachen, ja, aber wie sind die produziert? Sind die giftig? Ja. Yeah. Dürfen sie ins Maul? Weißt du, so Sachen? Ja, logisch. Du so Sachen. Dann Nuki. Oh. Nuki. Nuki ist eine Mafia. Nuki-Mafia. Weißt du, es gibt ja die Nuki für 10 und dann gehen die Zähne und sagen, oh nein, sie müssen die nicht, sonst haben 10 keinen Platz. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wir haben auch nicht so Nuki gehabt. Meine 10 sind eigentlich relativ. Weißt du, immer wenn du mit so Argumentationen kommst, ja, aber früher sind wir noch nicht so weit gewesen. Ich logisch. So, ja, aber was heisst das? Es ist einfach nicht schlecht, weißt du? So. Ja. Yeah. Und alles so Sachen. Und ich finde, das ist ein Business, wo ich gerne würde einsteigen. Das ist verstanden. Und du machst halt alles vorher, oder? Und zu den Wegen schnell, zu dieser Diskussion. Du kannst ja gut Test fahren, wie ein Auto. Ja. Yeah. Sie haben dort so Teststrecke, Keys, yeah, so Steinplatte. Und dann machst du, ja. Und, aber da brauche ich noch einen Handyhalter. Brauchst du nie im Leben. Da brauche ich noch eine Flaschenhalter. Brauchst du nie im Leben. Es sind alles so Sachen, wo ich halt immer versucht, soweit meine Kompetenz mir es erlaubt hat, yeah, Sachen zu finden, wo ich kann, eben, wie du richtig gesagt hast, wo man kann wechseln kann. Weißt du, wo ich Minimum einmal kann noch das Gerät brauchen für eine andere, yeah, Größe. Aber das gibt es zum Beispiel, bei Wägeln gibt es, wo du kannst verschiedene Größen, yeah, machen. Yeah. Bei Kindern sind es ganz wenig, aber du musst eigentlich immer eine Minimum zwei kaufen, bis mhm, dann in Umdrehen. Das ist auch etwas, mhm, musst du dann auch können umdrehen. Oder? Oh, okay. Ja, klar. Ja, so. Und, aber die andere Sache, du musst alles immer neu kaufen. Alles. Und vor allem, weißt, eben, du brauchst dann genau für das, mit Glück, kommt vielleicht mal irgendein zweites Kind, dann kannst du es nochmal brauchen. Aber dort ist dann auch wieder der Effekt von, zum Beispiel eben Kleider, so, ach, kannst du nicht im zweiten immer, ja, nur Restenverwertung nein, das geben, ist oder? Ja, ja. Etwas, oder? Dass auch etwas haben. Nein, aber Kleider-Diskussion, also ganz ehrlich. Schau, den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe ja auch gefunden, da geht jeder immer Converse an. Ja. Ich schenke so kleine Converse. Ja. Das sind so scheiß Tier. Ja. Und hast du sie vielleicht einmal an? Weil es gibt ja noch x andere Schiele und jetzt ist schon ein bisschen zu klein. Jetzt ist noch zu gross. Oh, wir haben
Freitag von 2 bis 4 Uhr am Nachmittag, dort war die richtige Zeit gesehen, dass die Schuhe passen. Haben wir jetzt verpasst. Shit. Ah, es ging noch viel weiter. Er will sie nicht anziehen. Weil, du gehst vorher da ab. Ja. Aber also Kleiderdiskussion, das finde ich. Also, ich habe viele Leute oder auch Kollegen, wo ich sehe, weißt du, die Markensachen haben. Darf ich da Marken sagen? Ich weiß gar nicht. Natürlich. Also, das Tommy Hilfiger. Das ist YouTube. Ja. Okay, ja. Ralph Lauren, weißt du, und yeah. Und ein Body für yeah. ein Kind. Yeah. Also, was mit diesen Bodies passiert, das kannst du dir nicht einmal vorstellen. Yeah. Aber weißt du, Markensachen kaufen für Kinder ist das Dümmste, was du kannst machen kannst. Yeah. Wirklich. Also, ich habe meiner Frau auch gesagt, ich so, wer macht das? Wieso machst du das? Wenn ich die Body sehe von meinem Sohn yeah. und wir haben vorher gemerkt, er ist einer, der guten Darm hat, der funktioniert yeah. wunderbar. Yeah. Weißt du, dann manchmal. Die Windeln heben nicht immer alles. Ja, yeah, ja. Yeah. Dann geht das nach rechts. Und jetzt stell dir vor, du zahlst für ein Body 150 Stutz ein Body. Ja. Yeah. Wo dann verschissen ist und du musst eh wieder. Und wo, eben wie lange hast du das? Ja, das ist das. Hast du. 2 Monate. Nein, Mann. Na, okay, tschö. Und Mese. 2 Monate, wenn du stretchst. Ja. Er geht schon noch und die Füße sind so drin. Im Pyjama. Nein, also wirklich. Also Marken, Kinderkleider, das ist etwas, das verstand ich einfach nicht. Ich verstand es einfach. Weißt du, so Schuhe ist okay. Also weißt du, kannst nicht einfach Schuhe kaufen, die nicht dämpfen und so. Ja, ja. Dort kannst du von ja. mir aus schon. Wir sind nicht Holz. Richtig. Hey, Holzglötze. Aber weißt du, so Strümpfhäusle, die nach 2 Monaten, wenn sie krabbeln, haben sie einfach so ein Loch drin. Yeah. Nein. Einfach nicht. Weißt du, sorry. Einfach nicht. Markenkleider für Kinder ist das Dümmste, was man machen kann. Aber ich verstand das nicht. Ich würde das nie verstehen. Never ever. Und alle Markenkleider, die mein Sohn hat, yeah. sind alles Geschenke. Ja, yeah, logisch. Und das wird auch so bleiben. Ich yeah. muss gar nicht meinen. Ja, das ist der Grund, warum du mittlerweile Punkt 7:30 aufstehst. Geil, oder? Jetzt haben wir eine halbe nicht Stunde. Immer. Manchmal stretch ich, also man merkt, das ist mein Sohn. Yeah. Manchmal sind wir so im Bett, dann schaut er mich an, dann mache ich so, nein, ich schlafe noch. Dann liegt er auch wieder an. Das hat er gelernt. Er hat gelernt, wirklich? Einfach auch ruhig zu sein, bis der Papi wach ist. Ja. Yeah. Wenn er nicht will, also weißt du, wenn er vor allem jetzt ist das Problem, wenn es wieder heller wird, das ist nicht gut. Ja. Hast du dann gesehen, dass... Ja, also, logisch. Hey, was heißt? Warte, Moment. Es ist nicht mehr dunkel. Wir müssen aufstehen. Aufstehen! Nein, abwenden! Futz, aufstehen! Nein, müssen wir anfangen. Aber ja, es ist spannend. Aber es ist auch schön. Ich habe mehr vom Tag, weißt du, Joel? Ja? Empfindest du es wirklich so? Nein. Nein. Es ist... Aber wie? Ich schlafe auch wenig. Also ich habe das Gefühl, ich brauche auch weniger Schlaf irgendwie. Weißt du, du schlafst auch nicht mehr. Ja. Also Katrin Hönegger hat das gesagt, sie schläft einfach... Ja. Also, seit sie Mutter ist, sie schläft nicht mehr. Stimmt. Also, Mieter haben es nochmal ein bisschen anders. Ich glaube eben, weil Mieter sind einfach auch nochmal... Als Vater kannst du nie... Du kannst alles geben, aber du wirst nie so... Die Mami ist die Mami, yeah. zum Mal. Und aber ich schlafe auch nicht mehr richtig. Weißt du, wenn er so irgendwie so... so, was ist... Hast du das gehört? So. Mhm. Also ich habe mir gedacht, wenn irgendwann mal jemand einbricht, yeah. dann sehe ich den. Weil... Ich bin eh immer am Schauen und oder ja. er verschreckt, weil mein Sohn macht Geräusche in der Nacht. Mhm. Das ist grossartig. Jetzt würde ich gerne wissen, was träumen Kinder? Was träumt mein Sohn zum Beispiel? Ja. Also mein Sohn träumt von der Gitarre natürlich, die du ihm geschenkt hast. Aber weißt, manchmal macht er so. Was hätte das jetzt können? In diesem Rhythmus. Ja, was war so? Wobei, also Träume sind selbst spannend, weil irgendwie, du tust ja... Ich weiß nicht genau, du träumst ja eigentlich mega kurz und du träumst aber ganz viele Sachen in dem Moment. Also darum kann das natürlich schon sein, dass da müsste man jetzt irgendwie jetzt mal so mit so Traumforscher bla bla bla. Traumdeuter, meine Großmutter ist eine große Traumdeuterin. Wirklich? Ich habe mal ein Buch gelesen darüber. Das ist schon spannend. Wenn ich meiner Großmutter sage, ich habe geträumt, dass ich gestern das Auto gefahren bin und dann bin ich geflogen, dann sagt sie, oh, das bringt Geld. Und ich gesagt, also, in gestern, irgendwann bekommst du Geld. Ich so, okay, cool. Ja, aber es gibt so ein bisschen Stretches auch dort, wo das irgendwann im Buch, habe ich dann auch gedacht, okay, es ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt. Ja. So wie Horoskop sind ja überall immer gleich formuliert. Ja, logisch. Logisch. Das ist, ja. Entweder stirbst
Ja. Oder du hast den besten Tag von deinem Leben. Oder du musst warten, bis der Mond am 22. oder 23. in deinem Zeichen ist. No, und vor allem, es ist so, ihnen wird viel, was ist ein Klassiker, ihnen wird viel Schönes widerfahren, aber passen Sie auf, jemand könnte etwas Böses wollen. Weißt du? Und das alles ist möglich. Ab Mitte Woche. Yeah. Weißt du? Wo du sagst, ah, okay, immerhin kann ich mich vorbereiten. Aber du machst jetzt über das lustig, du bist der abergläubigste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Das stimmt. Eben? Ja, was willst du jetzt? Du willst sagen? Weißt du, wo ich dich angelegt habe? Weil. Du lütest mir so oft an. Ja, weil mir ein Vogel auf die Hose geschissen hat. Boah, du hättest an dem Tag schon, lässt du mir gehen und Zahlen spielen in jedem Glücksspiel, was es gibt. Aber weißt du, wie viel Glück das bringt? Ist dir das bewusst? Ich laufe manchmal extra um und hoffe, dass mir ein Vogel anschießt, aber es passiert nicht. Ja, mir hat auf Jeans genau in die Mitte, hey, beim Reissverschluss, einen riesen Haufen gemacht. Und ich habe gewusst, dass du sagst, das bringt Glück, oder? Ja. Und dann rufe ich dir an und du, nein, weißt du, wie lange ich das schon will? Nein. Aber du meinst das ernst? Natürlich meine ich das ernst, das ist auch ernst. So, mit dem spielt man nicht schon. Wenn eine schwarze Katze vor meinem Auto durchläuft, yeah, kannst du 100% sicher sein, ich halte da, bis jemand durchläuft. Wenn mir das einmal passiert, am 3 am Morgen auf einer Bergstrasse, habe ich verloren, aber ich fahre nicht weiter. Ah, und einen Schirm habe ich mal den aufgemacht, hat die auch gestresst. Ja, das macht meine Frau auch, ich verstand das nicht. Wie man so unvorsichtig kann sein. Habe ich gesagt, aber lass es doch draus. Was ändert es dir, ob es drin ist oder draußen? Sagt sie, ja, was ändert es dir? Ich so, tu nicht Sachen umdrehen. oder Hut auf dem Bett und so Sachen. Nein, hör auf. Oder ich mache ja auch nie die Ölflaschen kaputt. Okay. Wenn ich gehe ein Glas entsorgen, yeah, dann tue ich alle Flaschen da rein, bla bla bla. Olio d'olive extra vergine, yeah, mache ich nebendran. Das bringt unglaublich Ölflaschen kaputt machen. Weil das, ich auch kein Salz, das ich yeah, hinter die Schulter werfe. Oder wenn du ja Alkohol hast, ja, das ist 100-mal passiert, dann gerade hinter den Ohren, bringt Geld. Das sind alles Sachen, das darfst du nicht. Ich habe 100-mal gesagt, darfst du das nicht unterschätzen. Nein, und was habe ich, irgendetwas habe ich auch mal falsch gemacht. Ich habe irgendetwas Positives habe ich schon quasi ausgesprochen. Richtig. Etwas, was wird passieren, das darf man auch nicht, nein, gell? Nein, darfst du auch nicht. Okay. Also du darfst dich freuen. Ja, ja, ja. Das ist ja der, und kennst du auch bestens, Pasquale, der andere Pasquale. Der andere Pasquale, ja. Der ist ja der Meister in dem. Das ist ja der. Er hat noch das Glück, dass er noch ein bisschen mehr Respekt hat von vielen Situationen. Ja. Yeah. Aber ja, also weißt du, wenn du ihm zum Beispiel würdest sagen, ich wünsche dir, dass du im Lift stecken bleibst, yeah, dann bleibt er stecken. Und dann schickt er dir die schlimmsten Sachen, also abgesehen davon, dass er Angst hat vor dem Lift, aber... Yeah. Das ist ja so. Das ist ja. Er ist ein Excellent. Also man darf zum Beispiel auch nicht sagen, du wirst. Warte jetzt, wie geht das? Also ich darf zum Beispiel jetzt nicht sagen, du wirst nächstes Jahr viel Erfolg haben. Das ist ja eben. Nein, eben, ich sag's jetzt nicht. Muss zum Glück sehen. Ah doch, sie sehen es. Ja? Yeah. Aber sie sehen es nicht, weil es ist unter dem Tisch. Italiener mir immer. Also wir machen so, zum quasi dir die. Teufelshörnli. Ja, der Rock'n'Roll, einfach yeah, ja, yeah. Zum dir das quasi zum uns schützen. Und yeah, wir, die Männer, haben noch eine Möglichkeit mehr. Einfach schön eine bella strizzata di palle, wo dann auch uns quasi schützen. Aber so, ja, komm, hör auf, über das reden. Nein. Wir gehen zu einem Weg rein, also, das, ich muss mich dann die ganze Zeit anlängen. Okay. Aber das beweist ja auch, weil viele Leute wissen nicht, dass wir einerseits uns kennen und andererseits sogar befreundet sind. Richtig. Weil auf Social Media, also ich glaube, es gibt ja kein Sekondo in der Schweiz, wo die nicht kennt. Also sicher bis 50. So, alle, die Instagram haben sicher ein Video von dir schon mal gesehen, oder? Ja. Und dann sind sie immer so ein bisschen erstaunt, was? Ah, du kennst den? Und sie wollen immer kennenlernen und dann fragen sie immer, ist der wirklich so? Ja. Und dann sage ich, ziemlich. Das ist auch das Lustige, die Leute verstehen ja die satirische Figur yeah, in meinen Videos. Verstehen ja, also die Leute meinen,
ich bin umzingelt von Pizza Hawaii und ich tue immer einen Espresso drin. Weißt du, das ist ja das, was die Leute, was die Leute nicht verstehen. Und sie meinen, ich laufe fluchend die ganze Zeit, weißt du, umeinander. Yeah. Dabei, einer hat mir mal gesagt, das ist lustig, ich habe dich heute gesehen, du bist ja mega gross. Ja. Und ich so, danke. So, ja, ich habe gemeint, Italiener sind klein. Ich so, okay, hey, danke vielmals, merci fürs Folgen. What? Ja, wenn du es nicht weißt. Wenn du es nicht weißt, ja. Aber ich finde es das spannend, dass die Leute meinen, ich bin so, eben. Ja, du bist echt groß. Ja, aber die Leute meinen dann automatisch, weißt du, die Italiener machen meine Schublade, die mich nur von den Videos natürlich kennen, yeah. Die machen mich dann gerade in die Italiener, Fiat, Klein, weißt du? Ja, ja. Ich bin dann gerade in dieser Schublade. Und dann reden sie mit mir und denken, ah, okay, cool. Ja. Yeah. Der flucht ja gar nicht die ganze Zeit. Aber schafft. Ja, also was heisst fluchen? Es ist einfach. Ich rede. Eben, das sind ja zum Teil oft Ausdrücke, oder? Das sind einfach Ausdrücke, ja. Das ist, Ausdrücke in einem normalen Gespräch. Dampf ablassen. Ja. Und ich tue ja nicht fluchen. Ich tue einfach. Also fluchen ist ja für mich etwas anderes. Das ist ja wirklich schlimme Sachen sagen. Okay, ja. Yeah. Ich tue ja meistens einfach. Kraftwörter. Kraftwörter, ja, genau. Kraftausdrücke. Wo manchmal auch gut sind für die Sätze, die ich dann sage, ist dann auch gerade ein schöner Abschluss. Ja. Yeah. So eine Kraftwort ist eigentlich immer ein schöner Abschluss. Ja, yeah. Aber zum Beispiel deine Nonna, die will das ja nicht hören, oder? Meine Nonna? Ja. Yeah. Dann ist gerade, sie hat ja immer noch eine Finke, weißt du, Ciabatta. Ist gerade eine da. Und sie trifft immer, 81. Gut, sie spielt auch Moorhuhn, jede oben halbe Stunde. Was? Hast du das nicht gewusst? Wie gut, du spielst Moorhuhn, ohne Witz, auf so einem alten Windows-PC. Es hat nur ein Programm drauf, Moorhuhn. Es klingt wie Call of Duty Warzone. Wenn du zu meiner Großmutter gehst, am oben. Und ich so, zu meinem Großvater Nonna. Ja, die ist wieder im Krieg. Moorhuhn? Moorhuhn 2. Und sie ist besser als ich. Die Rekord, die sie hat, habe ich noch nie können schlagen. Moorhuhn ist mal in den 90ern riesig gesehen. Richtig. Und hat sogar Songs gegeben. Ja. Kennst du den, Christoph? Der Moorhuhn-Song? Nein. Ja, mein Vater hat mir mal die Single von dem geschenkt. Der Moorhuhn-Song, den kenne ich nicht. Moorhuhn kenne ich schon. Ja, und jetzt habe ich Lust, du hast gerade so einen Newsletter von irgendjemandem gekriegt. Das finde ich ja so geil. Es gibt ja, jede Woche kriegst du eine E-Mail, wo sie sagen, irgendwelche Bestimmungen haben sich geändert und darum dürfen wir ja eigentlich auf keinen Fall mehr dir jemals eine Mail schicken, ohne dass du 37 Högli gegeben hast. Richtig. Und dann kriegst du aber 37 verschiedene Mails, wo du nie ein Högli gegeben hast. Und eins davon hast du gesehen? Das ist, ja, sofort so. Dann sagt sie, Pasqualino, portami l'acqua! Ja, genau. Ja, aber das ist heißt, der richtige Song gegeben. Ein richtiges Lied. Etwas vom Wiegald Boning gibt es noch einen Song. Jetzt hat ich nicht gehört. Über den geilen Rave. Der Wiegald Boning hat einen Song gemacht. Es gibt einen Song von Wiegald Boning, habe ich da vorhin noch gesehen. Oh. Wenn man oh. Ja, das ist aber auch nicht da gesehen. Ja. Weiß nicht. Egal, aber es hat schon mal gut getönt. Das ist. Das ist könntest du eigentlich mal so. Sie hat ja lange. Zum Techno-Shop am 4. Uhr morgen. Ja. Einfach mal. Von da. Das ist ja der Klingelton, wenn sie immer anrufen. Was? Wirklich? Wenn sie immer anrufen, kommt Moorhuhn. Ja, logisch. Aber sie hat ja lange Kreuzworträtsel gemacht. Ja. Yeah. Aber Poesie, oder? Nein, ist nicht das. Nein. Whatever. Ist egal. Ja. Aber sie hat ja lange Kreuzworträtsel gemacht. Und dann, also sie aktiviert, hat der Arzt ihr gesagt, ganz andere Hirnregionen, logischerweise, mit dem Game. Ja. Yeah. Und wo sie einfach fit bald. Also du musst, das ist sensationell. Das ist 81, weißt du, so eine napoletanische Großmutter mit so einem und dort sagt sie nie etwas, nie. Sie ist einfach so konzentriert. Das ist wirklich wahnsinnig. Grossartig. Ciao Nonna. Die hat nicht einmal YouTube, die weiß gar nicht, wo man das sieht. Nein, aber morgen. Ja, warum? Ja. Meine Großmutter hat YouTube kennengelernt. Ich bin eigentlich ihre IT-Experte. Wie wir alle. Jede Woche, ich bin einmal zu ihr gegessen pro Woche und dann bin ich bei ihr gesehen und dann habe ich immer etwas mit dem Laptop gesehen. Logischerweise, immer. Hast du auch nicht eingesteckt? Ja, du hast ihn halt mal ganz ausgeschaltet, statt nur Standby. Ist ja logisch, weil, aber es ist so gesehen, die Welt hat sich sehr lange beschränkt auf E-Mail.
Irgendeine Blue-In-Mail-Account, wo wir alle haben. Wo sie hauptsächlich von zwei Leuten Mails gekriegt hat, mit halt eben irgendwie so Grüße und Bildern und so. Mega herzig. So, und dort war immer ein Login-Problem gewesen. Und irgendwann habe ich gefunden, komm, ich gebe mal. Google habe ich gedacht, das ist ein bisschen too much, weil die Welten sind ja unendlich, oder? Aber YouTube. Dann habe ich wirklich gesagt, schau da. YouTube. Gärtli, schön so eine, mit Grenzen, ja. So, Fernsehen auf Befehl, so, oder? Und jetzt kannst du irgendetwas schauen. Und sie, was, irgendetwas? Ich so, was du willst, ja? Sag mal etwas. Genau, sag etwas, oder? Und dann sagt sie, Jacques Brel. Und ich so, also, dann ist Jacques Brel gegangen. Und dann kommen natürlich zuerst irgendwelche Jacques Brel Songs. Aber irgendwie das dritte Video sagt, oh, Interview Jacques Brel. Und ich so, also, klicke ich drauf. Und dann hat es halt wirklich so uralt Interview vom Jacques Brel, wo er in der Fernsehsendung ist. Und sie, das habe ich gar nicht gesehen. Weißt du, das ist das Geilste dann gesehen, nämlich ein Interview, weil ja, logischerweise, du hast nicht rund um die Uhr Fernsehen geschaut damals und dass du jetzt ein Interview von damals kannst schauen kannst. Und dann ist sie eben bedient gesehen. Dann hast du können machen, was du willst. Also, dann ist es wirklich gesehen, YouTube und vor allem das Geile ist, es kommt ja dann schon das nächste Video und so, und dann kannst du sie auf den Rabbit Hole drauf schicken. Dann ist sie schön, ist sie. Musst du manchmal daran erinnern, trink etwas. Trink. Nein, aber es ist. YouTube ist drum eigentlich noch ein easy Tool. So. Ja. Ja. Aber Moorhuhn hat sie nicht können spielen, Papi. Doch. Da hast du wie Großmutter gehabt. Es ist wirklich sehr erstaunlich, wie gut sie es gehabt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ja, das ist großartig. Eben. Und wenn jetzt Menschen die kennenlernen und sagen, der Pasquale ist nicht nur von Pizza Hawaii umgegangen, nicht nur von Espresso umgegangen. Aber die sind ja meistens, sage ich jetzt mal, sicher nicht enttäuscht, weil du ja auch im normalen Leben eine rechte Figur bist. So. Nein, sind sie nicht. Nein, also eben, das ist mir ja auch sehr wichtig gewesen, wo ich das Ganze angefangen habe mit Energy und am Instagram-Zeugs. Weißt du, ich würde nie ein Video machen, wo ich nicht dahinter stehe oder ich nicht authentisch bin. Weißt du, es muss irgendjemand in diesem Video muss es einen Touchpoint haben von mir, dass ich das wirklich denke. Und ja. In den meisten Videos ist das so. Und wegen dem hat es nicht so einen grossen Unterschied zwischen der virtuellen Welt und der echten Welt. Was bei vielen anderen der Fall ist, ja. Logischerweise, was auch Instagram halt ein bisschen gibt, aber bei mir ist das, also ich versuche das einfach so immer zu bringen und ich mache das halt nicht, ich muss sagen, ich mache es sehr speziell auf Instagram, also ich poste wenig Videos, aber wenn ich sie poste, dann sind es einfach die, wo ich 100% dahinter stehe oder wo meine authentischen Videos sind. Ja. Und ich poste auch wenig Stories, also ich poste eigentlich in der Masse weniger als die anderen. Also ich bin atypisch. Und ich tue halt, weil mir halt das authentisch sein wichtiger ist, als irgendwie zeigen, dass ich jetzt auch in Zermatt bin, am Skifahren oder weißt du, so, was ich gerade esse. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Ja. Mein Credo ist eigentlich, dass wenn ich etwas poste, dann um die Leute unterhalten, also 100%. Und vor allem hast du das ja eigentlich auch schon gemacht, bevor du überhaupt wirklich Social Media gehabt hast. Wo ich dich kennengelernt habe, hast du mir Videos gezeigt, wo du gesagt hast, das schicke ich irgendwie meinen Freunden auf WhatsApp. Richtig. Ja. Das ist ja, dann habe ich gedacht, okay, aber dann ist es etwas anderes, weil eben, es ist nicht der Effekt von, shit, ich muss jetzt ein Video machen für Auftraggeber, sondern ich mache gerade, weil ich Lust habe, richtig. Oder? Ja, das ist, so ist es eigentlich entstanden. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe gehabt mit ganz vielen Leuten, die du auch kennst. Ja, mittlerweile. In dieser Gruppe sind. Ich glaube, die gibt es gar nicht in der Gruppe. Aber ja, dort habe ich so täglich Videos reingeschickt mit so die dümmsten Sachen, wo ich einfach so, einfach halt wie in diesen Videos Sachen erzähle oder reingestellt habe und dann einfach mehr und so. Das war eigentlich mein Publikum gesehen. Und das habe ich eigentlich dann auf
auf Instagram umgemünzt, ja. Weil, das haben wir ja auch schon privat, haben wir das schon oft besprochen, weil du bist ja, ich kenne viele Komiker mittlerweile. Und, wenn nicht du, wer denn? Und du bist ein Real-Life Comedian, also das sieht man halt immer so ein bisschen. Es gibt so Menschen, wo du sagst, ja, ist ein Komiker. Hat das Zeugs, das auch professionell zu machen. So. Aber er hat halt Lampenfieber. Ja, ein bisschen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Das stimmt. Wir haben es geschafft, dass du schon mal als Stand-Up auftreten bist. Ja, da bin ich dir sehr dankbar. Und das ist geil gewesen. Ich habe, ja, wie man das jetzt sagen, ich habe Lampenfieber. Okay, ja, cool. Und zwar ganz, ganz Schlimmes. Und das hat der Charlie auch immer noch. Und es geht. Ja, aber das, was du mir, also das, was du mir am meisten gezeigt hast in dem, an dem oben, wo ich meinen ersten Stand-Up-Auftritt hatte, wie lange ist er gegangen? 15 Minuten. 15 Minuten. 15? Du hast zuerst gedacht, du schaffst nicht 5. Ja. Aber wenn du mal anfängst, erzählen. Genau. Und dort hast du mal, also die grösste Erfahrung, die ich dort gemacht habe, ist, dass du mir eigentlich gezeigt hast, dass das auf der Bühne stehen, ist ja anders auf der Bühne stehen, wie ich es kennt halt von diesen grossen Events, die ich moderiere. Ja. Dort kann ich einfach erzählen. Also das, was ich jetzt mache, oder das, was ich mit dir mache, wenn wir gamen, oder das, was ich sonst, weißt du? Ja. Und dann bin ich wie in so einen Rush reingekommen. Weil natürlich die Leute dann lachen, du hast sofort Feedback und dann, weißt du, das ist wie ein ganz etwas anderes gewesen. Ja. Ich habe mir immer noch in die Hose geschissen, aber es ist so eine schöne, es ist eine schöne Angst gewesen. Ja. Das ist das Schöne gewesen in dem Moment, wo ich quasi habe können geben, wie du es nennst, oder zeigen, weil ich das schon gewusst habe und du immer gesagt hast, ah nein, Bühne und so. Ich habe dir immer gesagt, vergiss es. Ja. Vergiss es. Jetzt kommt aber der große Aber-Punkt, nämlich bei mir war es so gewesen, meine Entwicklung für auf die Bühne als Komiker ist eigentlich gesehen, das habe ich jetzt schon sicher 100 Mal erzählt, aber ist egal, dass irgendwann habe ich Mittermeier gesehen. Also ich habe schon immer Comedy toll gefunden und Otto gelost, das Bub und so weiter und so fort. Und dann sehe ich Mittermeier und zum ersten Mal hat sich dort irgendwie so der Traum geformt, irgendwann ein Solo-Programm vielleicht zu haben. So eben, was der macht, würde ich auch mal gerne wollen. Jetzt aber in der Realität ist es nicht so, dass ich auf das geschafft habe bis zum geht nicht mehr, sondern das ist so ein entfernter Traum gewesen. Und dann habe ich 100'000 Sachen gemacht, wo manchmal mehr, manchmal weniger mit dem zu tun haben. Du spielst Theater. Wahnsinn, dass du überhaupt mal eben auf einer Bühne stehst und Leute lachen ab etwas, was du gesagt hast. Meine Knie sind weg gewesen. Ja. Dann moderierst du Events. Eben weniger. Oh, aber dann hat es mal einen oben gegeben. Das weiß ich noch. Irgendein Konzert oben. Und dort habe ich mit jemandem auf der Bühne interagieren und irgendwie so Zeit überbrücken. Und dann haben sie auf etwas reagiert, was ich gesagt habe. Und dann habe ich so ein bisschen mehr von gut fühlen. Blut gelegt. Und dann habe ich ab und zu mal ein Sprüchchen gemacht. Weißt du, so völlig Blödsinn, Zeug so. Und die Person kann mir dann nachher noch ein Bier zahlen. Und dann lachen sie. Und so, nein, stimmt nicht. Ich trinke kein Bier. Ich trinke 5. Was auch immer. Weißt du, aber du bist irgendwie in so einen Fluss gekommen. Und dann hast du gemerkt, das fühlt sich mehr so an. Und dann spielst du mal irgendwann im Theater. Und du musst jetzt etwas improvisieren. Und sie reagieren auf das. Dann fühlst du dich näher. Dann gehst du irgendwie zum Fernsehen, moderierst dort und denkst so, nein, das irgendwie nicht. Aber ich habe ja bis dort bin ich noch nie als Komiker auftreten. Das heisst, das ist immer noch eine ungewisse, wie nennt man das? Eine Unbekannte, wo du einfach so als Traum hast, wo du sagst, vielleicht irgendwann. Ja? Und dann habe ich mit der Premiere habe ich dann wirklich gesagt, okay, tatsächlich, es ist wirklich das. Und das ist das, was ich will machen. Und das ist das, was man oft vergisst und was heute so schön ist an den Möglichkeiten, die man hat. Wenn du mal willst Stand-up ausprobieren, mach es einfach. Du gehst an eine offene Bühne, du kannst ausprobieren. Voll geil. Und das ist dann etwas Schönes in dem Moment, zu wissen, ich kenne das Gefühl, dass das will ich eigentlich nicht. Und das will ich eigentlich auch nicht, weil irgendwie es fühlt sich nicht richtig an. Aber das andere Gefühl, dass du kannst, eben, vor allem wenn du talentiert bist und die Möglichkeit dazu hast, dass du kannst Menschen in so ein kollektives Lachen versetzen und sie wirklich mit dir, das ist ja dann ein Zusammenspiel, die reagieren ja aufeinander. Du reagierst ja dann auf was sie machen und zurück. Es ist eben nicht ein Vortrag in sich geschlossen, sondern du kommunizierst mit diesen Leuten.
Auch wenn sie nur in Anführungs- und Schlussstrich lachen. Ja, und du erschaffst halt die schöne Situation, oder? Was dann zu einem Lachen kommt im besten Fall. Genau. Das ist ja so. Das habe ich wirklich gelernt dank dir, dass die Situation auf der Bühne ist wirklich eine andere als sonst. Und was ich vor allem jetzt in diesem Jahr, ist ja crazy, also das Jahr, oder wo wir uns momentan befinden, habe ich einfach gemerkt, Leute, und das ist so schade, dass man eben jetzt nicht mehr kann Comedy konsumieren live, aber dass die Leute eben wollen auch wieder einfach lachen. Mhm. Oder sie wollen wieder einfach irgendwie mal an etwas anderes denken oder eben an nichts denken. Und ich glaube, die Verantwortung von eben Leuten wie mir, wo eben mit einem Video oder mit einer Story oder mit Podcasts versuchen, Leute zum Lachen bringen oder die abzulenken. Also das müssen wir uns bewusst werden, finde ich. Ich finde, es ist wichtig momentan, dass man halt in welcher Form auch immer, aber ein bisschen, weißt du, wir sind so wie in der Gesellschaft, sind wir wie die für die Lachen zuständig sind. Mhm. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und egal, ob es jetzt gerade eine globale Pandemie ist oder nicht, weißt du, das ist unsere Aufgabe. Mhm. Weil wir können es. Ich meine, nicht jeder ist lustig. Ja. Yeah. Es gibt viele, die lustig sind, aber sie wollen es gar nicht sein. Mhm. Das sind meistens die Lustigsten, aber es gibt auch, weißt du, die Leute, die wirklich lustig sind und die es auch wissen, die müssen das Wissen dann aber auch, weißt du, nutzen. Ja, ja. Ja, und das ist ja zum Teil, merkst du denn auch, hat jetzt bei vielen auch, also privat, hat bei vielen jetzt auch eine Krise ausgelöst, das Ganze, und es fällt einem dann schwerer zu unterhalten. Aber was ich gemerkt habe, mein, du bist mein neues Programm geschaut. Du bist im ganz erlauchten Kreis von den wenigen Menschen, die es schon gesehen haben. Schön zu sehen. Übrigens, kann ich nur empfehlen, sobald wir wieder können. Ich sage es nicht wegen dem, sondern wegen einem sehr spannenden Effekt, wo ich gemerkt habe, ab dem Moment, wo ich nach dem ersten Lockdown wieder habe können auftreten konnte. Und vor allem dann eben mit diesem Programm, weil es ein ganzes Programm ist und es etwas Neues ist, sozusagen, wo die Menschen dann auch merken, dass es etwas Neues ist und etwas Frisches. Die Stimmung ist überall 20-30% besser gesehen, intensiver. Trotz Maske. Richtig, trotz allen möglichen Bestimmungen. Mhm. Maske, Abstand, etc. etc. Und das meine ich, weil du hast schon ein paar Premieren von mir gesehen. Natürlich ist das Programm sicher besser als andere, aber schon nur die Grundstimmung, die kannst du ja nicht kontrollieren. So wie Menschen sich von Anfang an gehen, bevor sie wissen, ob sie jetzt das Programm lustig finden oder nicht, ist, ja, es ist ein Bedürfnis da. Sie haben Lust. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass das auch erfüllt wird. Richtig. Und darum sind die Reaktionen auch völlig anders gewesen. Weil sonst ist es so, du gehst Comedy konsumieren im Stress, oder? Ah, oh, komm, machen wir auch. Ja, vom Gefühl her, oder? Ja, wir haben das schon noch einen Termin und das schon noch einen Termin und dann müssen wir dort essen und danach gehen wir vielleicht irgendwann noch eine Comedy-Show schauen. Okay. Dabei ist eben die Comedy-Show sollte eigentlich das Hirnwellness sein, oder? Du solltest wirklich hinsitzen können und nachher musst du sagen, wow, das hat so gut da. Jetzt geht es mir besser. Und die Leute sehen es, dummerweise, es muss immer etwas Schlimmes passieren, aber die Leute sehen es jetzt viel mehr als das. Ja. Viel mehr als das, wegen so einer Pandemie. Es hat so gut da, den Alltag zu vergessen. Das hättest du ja schon vorher können, aber du hast es nicht zugelassen. Richtig. Also, die Pandemie hat natürlich schreckliche Sachen, yeah. Aber es hat auch ganz, ganz viel Gutes. Also, yeah. Weißt, vielleicht ist das Verständnis in der Gesellschaft für Live-Comedy zu nutzen, ist nötig gewesen. Mhm. Weißt, also ich bin überzeugt, sobald man wieder darf, werden die Stimmungen ganz anders sein in diesen Sälen. Also wir haben es ja eben gemerkt, yeah, bei deiner Premiere, wo wir alle mit Maske gewesen sind, wo auch ein bisschen ein Pilot war, ein bisschen ein Try, wir versuchen mal mit Maske. Dort, mhm. Super schlimm, weißt, die Leute haben wirklich Lust, einfach wieder etwas anderes zu machen. Yeah. Und das bin ich überzeugt, das ist in der Gesellschaft angekommen. Yeah. Weißt, dass man sagt, hey, okay, komm, heute schaue ich nicht Fernsehen, heute gehe ich mal in einen Comedy-Club. Mhm. Was überall in der Schweiz gibt, das ist ja schön, in der Schweiz sind wir privilegiert, dass wir wirklich in jeder Stadt irgendeinen Comedy-Club haben. Und sonst, wenn es nicht gerade in der Stadt ist, in einer Stadt in der Nähe. Ja. Also das wird sicher, bin ich 100% überzeugt, wird sicher nach dem Ganzen, wird sicher viel extrem und viel
voller werden, habe ich das Gefühl. Ich habe einfach Angst, dass jetzt nicht, weißt du, dass dann nicht eine Übersättigung kommt. Hm. Weil jetzt haben natürlich alle, das ist das Gleiche wie in der Musik, alle haben jetzt ein Album vorbereitet und wenn dann auf die und so und dann, weißt du. Ja, ja, also unser Herbst wird heftig. Ja. Aber gell, du musst dann auf der anderen Seite musst sagen, ein Theater hat trotzdem immer nur genau. 7 Tage in der Woche können aufmachen. Und die Anzahl Plätze, ja, genau. Ja. Also das ganzlich anders wird das auch nicht, oder? Sondern es muss halt dann auch zuerst wieder mal laufen. Und du, willst du irgendwann wieder noch Stand-up machen? Ich probiere es ja ab und zu noch. Du probierst es. bin ich dir auch dankbar, aber wird übrigens auch oft gefragt, weißt du auch. Aber ich glaube momentan sowieso nicht. Ja. Yeah. Aber ich weiß nicht. Wie du merkst, braucht bei mir viel Überzeugung. Und du musst mich zwingen zu meinem Glück. Aber ich bin momentan eigentlich recht glücklich und auch nicht so viel Zeit für das. Ja. Yeah. Aber ich habe gelernt, sage niemals nie, und wegen dem sage ich niemals nie. Mhm, Aber bleib dran. Ja, man hat noch extrem viele Geschichten, weißt du, wo man noch könnte erzählen. Ja, logisch. Ja. Ja, ganz viel. Ja. Aber vielleicht kommen die irgendwann. Ja. Aber noch nicht. Okay. Weil, Was viele Leute nicht wissen ist, die haben das Gefühl, du bist auf Social Media Star. Ich mache nichts eigentlich. Genau. Aber du bist ja fucking Programmleiter von einem Radiosender. Richtig. Und das braucht viel Zeit, ja. Viel Energie. Vor allem jetzt, das ist auch so etwas, wo für mich persönlich die Pandemie etwas Positives gebracht hat, weil zum Beispiel ich habe nicht gewusst, was Kurzarbeit ist. Das hat mich nie interessiert. Ich habe es noch nie gehört. Richtig. Vor letztem März, ja. Ja, also ich habe es schon mal gehört, aber ich habe gedacht, brauche ich nicht. Und ich habe mich jetzt mit Sachen befassen, vor allem letztes Jahr, wo ich einfach sage, okay, gut. Ich habe müssen. Es war nicht einfach, ja, du machst einen Kurs und dann musst du das lernen und brauchst eh nie mehr. Weißt ja. du? Sondern ich habe müssen für eben meine Mitarbeiter, für meine Firma, wissen, von was ich rede und yeah. wie ich mich entscheide. Weißt du, das ist das. Gewesen. Und auf dieser Seite hat mir natürlich extrem viel Energie gebraucht und auch Entscheidungen, die Holz anlängen, bis jetzt in meinen Augen alle richtig sind. Aber das ist schwierig. Also muss ich auch Holz anlängen, wenn du Holz anlängst? Nein, aber kannst du immer. Okay. Holz anlängen. Also, yeah, das ist nie schlecht. Okay. ist das überhaupt Holz? Ja. Yeah. Fährt schon mal sicher rein. So. nein, eben, also so Sachen müssen machen, wo ich sonst nie gemacht habe und wo wir jetzt auch wachsen lassen haben. Also weißt du, ich habe jetzt auch, so wie du mir gezeigt hast, dass es auf der Bühne, wenn du Comedy machst, etwas anderes ist, yeah. habe ich jetzt natürlich in dem Managementbereich Sachen gelernt, wo ich denke, sexy. Weißt du, so, wo ich denke, ein Moment. Weißt du, welche Pasquale soll es jetzt werden? Weißt du, so? Weil, also, meine Devise war immer, so von 20 bis 30 habe ich einfach gesagt, komm, ich fülle meinen Rucksack. Mach alles in meinen Rucksack rein. Ein bisschen wie du, mit Theater, mit Fernsehen, auf einem kleineren Level als du. Ja. Ja, also ich habe keine Serie gefilmt in Amsterdam, die dann im Schweizer Fernsehen kam. Okay, okay. Da bin ich Nebendarsteller gesehen. Jo. Ja. Auf jeden Fall, das war jetzt mega baslerisch gewesen für uns zwei. nein. aber auf jeden Fall, eben, ich habe meinen Rucksack gefüllt und ich habe gesagt, bis 30 will ich wissen, in welche Richtung es geht. Und ich bin momentan in eine Richtung angekommen und yeah. sage, oh, okay, warte schon, ich habe jetzt das probiert, das gefällt mir. Mhm. Was macht der Pasquale, weißt du, der 40 ist? Ja. Yeah. Der Pasquale, der viel mehr Vater ist, als er jetzt ist. Ja. Yeah. Der Pasquale, der dann auch muss schauen, weißt du, wo nicht nur yeah. der Pasquale seinen Rucksack muss füllen, ich muss dann auch noch den Rucksack von meiner Familie füllen. Weißt du, wo geht der Pasquale an? Und für mich war immer klar, das Instagram-Zeugs, das ist, also, weißt du, das weißt du auch, ich kann morgen Instagram löschen. Mhm. Und, also, es ist mir wichtiger, dass ich die Beeren von meinem Sohn richtig schäle, als ich irgendeinen Gedanken an das gebe. Aber
Moment, also es ist eine spannende Situation von meinem Leben momentan, weil ich wirklich durch die Pandemie gelernt habe, hey, warte schon, das Management-Zeugs ist eigentlich noch spannend. Und ich habe aber es hast, also hast du ja vorher schon gewusst. Aber es ist jetzt ein anderes Level geworden. Ja, aber also es ist mir bewusst geworden, also ich habe ja nie gedacht, ich bin mit 27 Programmleiter geworden. Das hätte ich nie, also weißt du, ich bin so der Produzent gewesen in der Comfort Zone, wo mega cool alles hat können machen, bis im Radio können reden, Instagram-Videos. Weißt du, ich bin völlig überglücklich gewesen. Und ich habe gedacht, mein Leben ist jetzt das für 40 Jahre. Und dann eben bin ich in Situationen reingekommen, wo mir das angeboten wurde und ich habe das cool gefunden. Und ich finde das auch immer noch cool und ich finde das, find das sehr wichtig. Also, weißt, die Verantwortung übernehmen ist etwas, wo... Ich weiß nicht, ob wir jetzt über das reden. Ich habe eine ganz spezielle Meinung zu dem. Aber jetzt habe ich auf keine Geld gegeben. Immer wenn man sagt, ich weiß nicht, ob ich über das reden darf, muss ich ja über das reden. Eigentlich schon, Also dann reden wir über das. Du mal reden, über was du willst. Also ich bin mal eingeladen gewesen, was sehr schlecht war. Also besser gesagt, nein, es war gut für die Schüler und für mich. Aber ich glaube, die mich eingeladen haben, haben eine andere, etwas anderes gedacht, was ich jetzt würde sagen. Also ich habe einfach gemerkt, also ich bin eingeladen worden in einer Schule, zum Referieren sozusagen. Und quasi als junge Führungskraft aus der Region. Ich sage jetzt nicht wer und wo. Und ich habe ihnen gesagt, hör zu, ich weiß, was ihr wollt, dass ich sage. Aber ich werde das nicht sagen, weil meine Meinung ist eine andere. Nämlich, was haben sie wollen, was du sagst? Ja, sie haben natürlich wollen, dass sie, kann man sagen, es war Gym gewesen. Ich bin nie im Gym gewesen. Und das waren dann alles Studenten. Und ich habe einfach gemerkt, und das habe ich auch im Recruiting gemerkt, wo ich hatte in diesen Jahren, dass alle die Leute, die sich für diesen Weg entscheiden, die lernen einen theoretischen Weg. Okay, die lernen, was du theoretisch machen kannst. Also, wenn du studierst, dann hast du theoretisch das Potenzial, etwas zu machen. Aber das Problem ist, du weißt nicht, wie es da draußen ist. Und mir war dann viel mehr wert, gewesen, jemand, wo man hat, weißt, es ist okay, dass du einen Master hast in weiss auch nicht was. Aber wenn du nicht kannst rechnen kannst und ich brauche jemanden, der rechnen kann, dann nehme ich ihn. Ja, wenn du jemanden, vor allem Umgang mit Menschen. Richtig, das ist das Wichtigste. Also weißt, es ist so, eben wie gesagt, ich habe jetzt eine spezielle Meinung, was das angeht, aber Ausbildung ist wichtig, abgesehen von dem. Also weißt, wenn mein Sohn will studieren, dann soll er studieren. Aber wenn mein Sohn will Sanitärmonteur werden, nicht gegen Sanitärmonteur, ich meine, ich bin Hauswart. Ich habe eine Lehre gemacht, 3 Jahre in meinem Altersheim als Hauswart. Geilste Zeit von meinem Leben. Hat mich zwar brutal angeschissen, aber so viel gelernt wie noch nie. Also weißt, und das ist halt das, was mich jetzt aufregt. Ich will, die Leute sagen, ja, aber du bist Chef, wie geht das? Du bist Hauswart. Wieso hast du keinen Master, keinen Bachelor? Wieso bist du nicht 3 Jahre in Harvard gewesen? Weißt, und so. Dann habe ich gesagt, alle die, weißt, und das Learning ist, by doing. Erstens das und zweitens, ich bin ein Fan von entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Also weißt du, der Pasquale haben wir fortgeredet. Der Pasquale ist der beste Verkäufer auf dieser ganzen Welt. Also ich habe ihn schon mal gesehen arbeiten. Das ist unglaublich. Der Pasquale hat KV gemacht, aber der verkauft dir alles, was du willst. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das lernst du nicht in einer Schule. Und wegen dem ist mir nie wichtig gewesen, das klingt jetzt mega hart, das sollte ich vielleicht gar nicht sagen, aber mir ist nie wichtig gewesen, was du für eine Ausbildung hast. Mir ist viel wichtiger gewesen, wenn ich dich frage, wenn du, wie hast du, also da ist ein Problem, wie hast du das gelöst? Weißt du, das ist mir viel wichtiger gewesen. Und anhand von dem habe ich halt, und unsere Gesellschaft, das klingt jetzt auch mega hart, und ich bin natürlich niemand, der das beurteilen kann, aber es ist momentan, weißt du, ich sehe so Familienväter, die 20 Jahre Berufserfahrung haben, wo aber mir noch 3 Jahre in die Oberschule gehen, weil sie sonst nicht das Diplom haben. Und ich ganz ehrlich muss sagen, sorry, wenn du der beste Landschaftsgärtner bist auf dieser Welt, wieso musst du das jemandem beweisen? Ich weiß es ja. Hey, das ist mein grosser Stress gesehen, wo ich von der Schule geflogen bin. Ein anderes gutes Beispiel. Aber es ist dann wirklich Praktikum gemacht beim Radio, jetzt auf Theater spielen, das ganze Zeugs, oder? Und dort hat es dann wirklich mal einen kurzen Punkt gegeben. Dort habe ich
eben von wegen, dort habe ich die Serie zwar gespielt, das ist aber alles gesehen, was ich gemacht habe. Und mit 6 Wochen im Jahr in Amsterdam filmen, langt nicht. Also trotzdem. Ja, ja. Und dort bin ich wirklich kurz vor, ich habe das Formular schon auf dem Tisch gehabt und ich habe es noch nicht ausgefüllt gehabt, um auf der Straße Unterschriften zu sammeln. Das wäre dann mein Job gewesen. Und wieso? Weil für alles, egal was, irgendwie Zigarettenstummel auflesen auf der Straße, brauchst du 3-jähriges Master in Reinigungswissenschaften oder irgendwas. Weißt? Und dort bin ich wirklich so kurz an einem Punkt gesehen. Und dann kommt wirklich der Moment, wo du sagst, aber dann müssen wir irgendwie, eben, man muss auch Glück haben, es hat dann ein paar Leute gesagt, hat oder vielleicht einen Job. Und, aber du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, jetzt muss ich wirklich einfach mein Ding probieren. Das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit, dass das möglich ist, im Gegensatz zu früher. Ne? Und im kreativen Beruf kommt auch schon der Shift. Also eben, dass du irgendwie noch musst, nochmal 3 Jahre Oberschule machen, was weiß ich. Bei einer Werbeagentur, denen ist mittlerweile, also vielen, ist scheißegal, was du für eine Ausbildung hast oder was weiß ich, sondern sie schicken dir ihre Test sozusagen, wo es irgendwie heisst, die in der Firma will eine Werbung für das und das, mach. Weißt du? Und dann machst du, genau. Dann sagen sie, geiles hier. Genau. Und Gott sei Dank gibt es so Leute, die dir angerufen haben. Ja. Yeah. Weißt du, Gott sei Dank gibt es, weißt du, aber das yeah. ist genau das. Gott sei Dank gibt es noch so Leute, die hinter dem Blatt Papier sind. Mhm. Weißt du, weil, ganz ehrlich, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey, ich mache da, keine Ahnung, das geilste Produkt oder ich brenne für das. Mhm. Ich habe 10 Jahre lang, weiß auch nicht, im Mac geschafft, aber ich brenne für das, ich schwöre das. Und auf der anderen Seite habe ich einen Student, der zwar Master hat und weiß auch, Summa cum laude und alle die Sachen, die sie geil finden. Dann nehme ich den, der im Mac geschafft hat. Yeah. Weil ich weiss, der will. Mhm. Weißt du, es geht um das. Es geht, du musst mir nicht zeigen, dass du es theoretisch schaffst, indem du studierst. Weißt du, ich will jetzt noch nicht irgendwie sagen, Studium ist natürlich. Nein. Nicht, aber weißt du, ich finde, das muss sich auch viel mehr einpendeln. Weißt du, ich finde, wenn einer Lust hat, wenn einer dir das Vertrauen gibt und das Vertrauen will, natürlich kann er es verkacken. Aber weißt du, es ist so, du weißt dann ganz genau, der macht den Fehler nie mehr in seinem ganzen Leben. Weißt? Und dann so wachsen, das ist viel weitsichtiger als so Sachen. Aber natürlich, könnt ihr studieren. Nein, weißt du, also ich meine, ich rede jetzt so, aber weißt, meine Frau ist ja studiert, ich habe mega viele akademische Leute in meiner Familie, unter anderem Arzt. Übrigens, mit Arzt kannst du nicht reden. Ja, nee, immer recht Jurist auch, ganz schlimm. Aber eben, weißt du, das ist so, Gott sei Dank gibt es auch die andere Seite und ich hoffe, die wird ein bisschen grösser in Zukunft, dass man auch quasi dem Mensch die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und Fehler machen. Weißt, mach doch den Fehler. Ich habe mal eine Reiberei gehabt mit so einem komischen Professor, der aber nicht mit der Schule zu tun gehabt hat, wo ich dann einfach ganz einfach gesagt habe, der hat irgendwie, was hat der? Der hat seinen Studenten gesagt, weißt du, ich bin seit 30 Jahren Professor und so. Ich so, okay, aber was hast du für Firmen geleitet? Nicht. Ich habe einen Doktortitel und dann dort 1 Jahr Praktikum und dann bin ich gerade in Professur und bla bla, keine Ahnung. Ich so, das heisst, du bist noch nie da draußen gewesen. Du bist noch nie im Dschungel gewesen. Du bist noch nie an einem Tisch gewesen mit 2 Leuten, die dich einfach haben wollen verrissen. Und wenn sie dich nicht verrissen, musst du sie verrissen. Also du hast keine Ahnung, von was du redest. Yeah. Und so einen, weißt du, was ich meine? Yeah. So einen muss dann denen Leuten, die wann lernen oder wo sagen wir, den akademischen Weg gehen, denen willst du das lernen. Weißt du, es ist so ein bisschen. Du musst dir selber noch jemand anders noch dazu lernen, sozusagen. Ja, oder du musst, weißt du, ich sage, du musst nicht 30 Jahre Professor sein, du musst 30 Jahre Berufserfahrung haben und 2 Jahre Professor sein. Denen bringst du mir etwas. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil dann bist du da draußen gewesen. Ja. Yeah. Und ich habe einfach gelernt, dass Learning by Doing, logisch, das muss sowieso auch für Studenten, muss das klar sein, aber. Du musst einfach Fehler machen. Weißt du, ich habe. Der, der mich zum Chef gemacht hat, hat mir etwas gesagt. Nur. Er hat gesagt, ich will die 6 Monate nicht hören und ich will, dass du alle Fehler machst, die du willst. Aber nur einmal. Und das habe ich auch gemacht. Also, ich habe schrecklich. Also, das kann ich jetzt nicht erzählen, aber ich habe schrecklich. Also, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, oh mein Gott. Und, aber. Logisch. Nie mehr. Ja. Yeah. Weißt du, und das lernst du nie. Das kannst du nicht lernen. Und ich meine, eben, wie gesagt, ich bin ein Hauswart. Aber offensichtlich, keine Ahnung, ich habe das selber auch nicht gesehen, habe ich irgendwelche Sachen, die gut sind. Und ich habe einfach gelernt, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, zum Beispiel mein Vater hat mir immer gesagt,
im weißen Unterhemdli und mit dem Goldkettli. Hat er immer gesagt, du musst alle gleich behandeln. Mhm. Der Direktore und die Putzfrau oder der, musst einfach alle immer gleich behandeln. Yeah. Und das bin ich auch. Wenn ich in einen Raum gehe, jetzt zu dir, vorher im Büro, nachher irgendjemand anders, dann verstelle ich nicht meine Stimme. Yeah, ich verstelle nicht mich, weil mit dem Schuhl bin ich so, mit dem bin ich so, mit dem muss ich so sein. Nein, weißt, ich bin immer ich. Und das ist, wie, das ist ja der Sinn, das ist das Wichtige. Es ist nur so kommst du vorwärts. Und du musst wissen, wer du bist, was du willst. Und noch viel, viel wichtiger ist, was du nicht willst. Ja. Was willst du nicht? Das ist so entscheidend. Weil durch die vielen Möglichkeiten, die man heute hat, vor allem, ich sehe es halt so im Medien- und Unterhaltungsbereich, sagen wir es jetzt mal, ja. Ich weiß noch, wo ich noch bei Energy geschafft habe, hat es mal irgendwann geheißen, wir werden jetzt so und so viele Vollzeitstellen anstellen im Bereich Social Media. Und wir so, hä? Aber zum irgendwie da Facebook-Account irgendwie aktualisieren, braucht es noch nicht so viele Stellen. Ja? Die Welt hat sich verändert, auf einmal ist das und so weiter und so fort. Also du hast so viele Möglichkeiten und dort ist, was du auch sagst, zu wissen, was man nicht will, ist unglaublich wichtig, ab und zu auch zu merken, ich muss nicht alles machen. Und manchmal kann ich auch Nein sagen. Und zwar oft, vor allem am Anfang, nicht wegen dem Stutz oder so Sachen, sondern wirklich aus Überzeugung. Wenn du merkst, das ist etwas, was ich nicht will, dann ist es egal, ob es 200 Franken gibt, wo du jetzt mega dringend bräuchtest. 200 Franken kannst du, vielleicht nicht das Beste zum Vorleben, aber 200 Franken kannst du irgendwann auslehnen und 5 Jahre später zurückgeben, im Notfall. Ja, musst du vielleicht sagen, es geht 5 Jahre, aber die kommen irgendwann zurück. Aber wegen dem sollst du es nicht machen. Richtig. Und das ist das, was ich ja merke, weil viel gemacht in verschiedenen Bereichen. Aber was ich den Leuten immer wieder muss sagen, du weißt nicht, was ich alles abgesagt habe. Ja. Und du weißt nicht, wie viele Fehler ich gemacht habe. Weißt, das sieht keiner. Zum Glück. Aber weißt, das ist ja das, was ich auch denke. Viele zeigen ihre Fehler jetzt schon sehr öffentlich, wenn sie anfangen, mit was auch immer. Und ich meine, ich habe zwar im 2013 als Stand-up-Comedian angefangen, ich habe davor schon 3 Jahre eine eigene Bühnenshow gemacht. Richtig. Und das sind Sachen, ich kann ja schon zwei Jahre zurück, kann ich Sachen zum Teil nicht mehr anschauen, wo ich so finde, oh nein, aber was ich vor 11 Jahren in einer Late-Night-Show gemacht habe, als irgendwie 23-Jährige, 22, 21-Jährige, was auch immer, das wo du zu dem Zeitpunkt gedacht hast, das ist hart. Nicht einmal unbedingt, sondern das ist ein grosses Problem, das man oft hat. Nämlich, man hat schon einen gewissen Geschmack, man hat schon einen gewissen Anspruch. Natürlich hat mein Geschmack und mein Anspruch sich auch nochmal verändert. Aber ich weiss noch, wenn ich damals mit einem guten Freund von mir, der Anne Eichert, hat ja die ersten paar Shows mit mir zusammengeschrieben, habe ich mal eine Diskussion gehabt. Weil also sagen, dein Anspruch ist viel zu hoch für das, was wir machen. Die Anspruch ist Conan O'Brien, aber das muss es doch sein. Primetime Show Basel. Und dann habe ich aber gesagt, aber das muss es doch sein. Und ich verstand ihn, weil ich habe den Anspruch natürlich auch auf ihn abgewälzt. Weißt, und gesagt, du bist natürlich schon der Conan O'Brien gewesen. Der Joke ist nicht so gut wie beim Conan, oder? Ja, okay. Also, okay. Wir sind 2 Leute, weißt du? Ja, das ist auch noch schwierig. 50 und das hat nämlich mir dann mal einer gesagt, vom SRF ist mal einer gekommen und hat gesagt, es ist schon nicht schlecht gesehen, aber es ist halt kein Harald Schmidt. Beruhig dich. Nein, logisch ist es kein Harald Schmidt. Eben, weißt, dann bist du wieder in der Verteidigungssituation, wo du sagst, ja, natürlich ist es kein Harald Schmidt, wir haben ja nicht 50 Leute, lalala, aber der Anspruch eigentlich selber ist es ja trotzdem. Ja. Und natürlich verändert sich das dann auch irgendwann und das Problem am Anfang ist, dass du das eben nicht kannst produzieren und viele gehen dann auf, weil sie oft nicht den Schnuff haben. Weil irgendwann kommst du näher an deine Ansprüche. Durch das tust du dich dann eben wieder verändern und wieder ummodeln und so weiter und so fort. Und das sind eben Fehler. Ich empfinde es nicht als Fehler, sondern einfach, es braucht Zeit. Du musst lernen. Weil das ist das Geile. Und da bin ich so froh drum, für mega viel, was wir machen, eben gibt es gar keine Ausbildung. Ja. Du kannst mal einen Weekendkurs buchen bei jemandem, der dir Comedy erklärt. Ich habe ganz viele Bücher daheim, ja.
also ist eine Nische, die wo funktioniert, dass du jetzt kannst Geld verdienen, um es jemandem beibringen. Aber auch das bringt nichts. Lies 100 Bücher über Comedy, geh an 17 Kurs. Es bringt dir zu 95% nichts, bis du das erste Mal auf der Bühne stehst und ausprobierst, was passiert. So einfach. Amen. Also ist es natürlich sehr spannend, dass es gewisse Bereiche gibt, wo man gar nicht kann, so eine akademische Laufbahn machen, oder? Und die Fehler dort, eben ich empfinde es nicht einmal als das, mega dazugehören. Es ist eben nicht einmal ein Fehler, sondern es ist Teil vom Prozess. Teil vom Prozess, ja genau. Das ist, also ich habe auch ein Beispiel, zum Beispiel im Radio, ich arbeite jetzt auch schon lange im Radio, jeder hat immer versucht, mich in eine Morgenshow zu stecken. Ja. Yeah. Dort haben wir ein bisschen den ähnlichen Weg. Und ich habe dort nach zwei Wochen... Nicht unsere Zeit. Ich habe dort nach zwei Wochen gesagt, hey, nein, es geht nicht. Ich bin ein hervorragender Koch, aber ein schrecklicher Wirt. Mhm. Wenn du mich am Morgen in die Morgenshow machst, dann das geht nicht. Ich kann das nicht. Ja, aber weißt du, im Radio ist immer der gleiche, morgen schon ist Champions League, alles andere. Ja, ja, hast mehr Hörer und so. Und das. Nein, wenn du gut bist, hast du überall Hörer. Beim einen Angebot habe ich nicht einmal den Lohn wissen. Weil ich gewusst habe, das könnte mich noch tempten für etwas, was ich gar nicht will machen. Ja, und aber weißt du, für das braucht es auch Mut. Und zwar habe ich dort wirklich gesagt, los, ich sage es jetzt schon, ich mache es nicht, oder? Und dann, aber du weißt schon, dass wir, und es gibt sicher auch viel mehr Geld und so. Und so. Nein, ich will keinen Betrag hören, ich will nichts hören, ich mache es nicht. Ja. Aber ja, das braucht nicht nochmal. Ja, Mut, aber es ist eben in dem Moment, musst du dich zwingen dazu, es ist so fest deine Überzeugung, du weißt, es stimmt nicht. Und eben, du kriegst dann auch Rotschläge. Also weißt du, der eine sagt so, mach's für 2 Jahre. Verdienen richtig viel Geld in diesen 2 Jahren, weil es ist ja eben Morgenshow, Champions League, la la la. Und dann ist es mit dem Geld. Ja. Besonders machen. Allem, wir reden, als wäre es Geld. Eben. Als wär's. Und dann sage ich, aber so richtig viel Geld. Im Medienkuchen ist es ein bisschen mehr. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie in einer Arbeitsfirma Partner wäre. Und nicht muss schaffen und nach 2 Jahren. Und richtig könnte auf die Seite scheffeln. Sondern, so wie ich mich kenne, ich würde es sogar schaffen, irgendwie zu verbroten. und dann habe ich 2 Jahre nicht richtig gepennt. Ich habe ein schönes Leben gehabt. Das Geld, das ich verbrochen habe, ein schönes Leben. Ich konnte es nicht geniessen. Das war in jeder Hinsicht falsch. Aber ja, darum, auch dort du sagst dann so, ich glaube es nicht. Nein. Wie sind wir jetzt auf so deepe Sachen gekommen? Keine Ahnung. Das ist ein Feelgood-Podcast. So passiert es immer. Das ist jetzt wahnsinnig. Plötzlich ist es ganz eine andere. Ja. Sehr spannend. Zuerst erzählst du, wie grusig deine Reihe von deinem Sohn gesehen sind am Anfang. Dann sind wir irgendwie zum Marhuhn gekommen. Und dann über ganz grosse gesellschaftliche, philosophische Gedanken. Und das Schöne ist, es hat ganz viele verschiedene Punkte berührt, wo ich irgendjemand anders auch schon. Ausbildung mit dem Jan Oliver, ein sehr, sehr gutes Gespräch darüber gehabt. Dann hast du mir über das Business, hast du mir jetzt viele Sachen gesagt, die ich auch beim Hause merke. Weißt du, zum Beispiel, er sagt ja auch, man kann nur 2 Sachen. Wir können nur 2 Sachen, aber die muss man können und die macht man dann auch. Irgendetwas hat das wollte ich dir noch sagen. Wie hast du eigentlich nicht nachgemacht? Das wäre riesig gewesen. Hey, ganz ehrlich, die Leute nicht gewusst, die nur gehört haben. Ganz ehrlich, es ist zu viel passiert. Ich habe ja wirklich das Gefühl, auch wenn es der kürzeste Podcast ever gesehen ist, 3/4 Stunde, ich habe das Gefühl, wir haben etwa 5 Stunden reingepackt. So, einfach. Das ist ja sehr, sehr spannend. Ist das übrigens sein Mikrofon? Hat er da rein? Ja, also es ist desinfiziert mittlerweile. Hättest du nicht müssen. Gut, hast du ja geimpft, ja. Wenn der Virus zum Hause geht, dann sagst du, nein, nächste. Genau. Das ist so. Nein, aber eben auch der Hause, ja, das ist, hat auch natürlich richtige Sachen gesagt. Ich meine, eben, wenn man im Hause seine Management-Karriere anschaut, das kannst du nur nachmachen. Also weißt du, das ist, also nachmachen. Nicht so einfach, aber weißt du, das Wichtige, das habe ich auch gemerkt, ist einfach 95% von einer Führungsperson ist Empathie. Mhm. Nehme ich auch an, ja. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber... Mein Ziel ist es, eine Oase für meine Mitarbeiter zu kreieren, damit sie
Höchstform können erreichen. Ja. Das ist mein Ziel als Chef. Und für das muss ich zu dir kommen und sagen, schau, was brauchst du? Was brauchst du, damit du damit es klopft und tätscht? Ja. Dann sage ich, dann sage ich, okay, das probieren wir, das, weißt du, so. Und dann so, das ist es. Es ist eigentlich nichts anderes. Ja. Und jetzt gehen wir wieder zurück aufs andere. Ich weiß nicht, ob das ein Professor an der Uni dir kann sagen, weil wenn du nicht mit Menschen zu tun hast, dann kannst du das ja gar nicht wissen. Mhm. Dann kommst du zwar und hast deine Liste und sagst, okay, also theoretisch müssen sie jetzt das machen. Aber ich glaube, es ist nicht einmal, ob es der Professor an der Uni ist oder nein, nicht. Nein, das ist etwas, wo du entweder kannst es oder genau, du kannst es. Genau, sonst ist etwas, wo du hast oder nicht. Weil es geht ja genauso Manager, weißt du, das hast also in allen Bereichen. Es gibt ja Fußballtrainer, die einen gehen nach absolut Taktik, Strategie, so und so, nie von dem weg. Yeah. Dann hörst du irgendwie vom, ich liebe das Interview vom, über den Pep, vom Henri, wo er erklärt, bis dort und dort müssen wir genau auf unserer Position sein. Und afterwards, Freedom. Im letzten Drittel, Freedom. Weil, dir sind die besten Spieler auf Erde, macht, was da immer Vertrauen. Wollt. Wenn ihr den Ball bis dort hinkriegt, macht, was ihr wollt. Ja? Und dann gibt es andere, die sagen, genau so, auch eben auf Top-Level. Ich glaube nicht, dass Mourinho sagt Freedom. Vielleicht nicht so in dem Sinne, aber sicher irgendein. Ja, aber sicher auch sagt, weißt du, so quasi, ich schieße dich schnell zusammen, weil du bist nicht auf deiner Position gewesen, aber schönes Goal. Ja, weißt du? Ja, aber das ist. Aber auch dort gibt es ja 100 verschiedene Bereiche. Und eben, es gibt auch den Professor an der Uni, der sagt, hey, jetzt machen wir Seite 13 von dem und dem Buch und lesen jetzt Wort für Wort. Und dann gibt es die, die irgendwie anstehen und finden, ich merke, die haben mehr Freude an dem, ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen. Und so weiter und so fort. Also, ich glaube, du kannst völlig frei nehmen von irgendwelchen berufsgattigen Ausbildungen, was weiß ich, sondern ja, du bist entweder mehr Typ so oder mehr Typ so. Aber wie du sagst, eben, es gibt auch Haifisch, weißt du? Ja. Es gibt, und das habe ich selber gemerkt, weißt du, aber es gibt eine schöne Geschichte zu der Ausbildung von den Marines. Mhm. Also, wenn du ein Navy Seal willst werden, dann hast du so Hell Week, heisst das. Ich schaue viel Discovery Channel. Also es heisst Hell Week und das ist quasi nach dieser Zeit, die du musst machen, hast quasi alle Briefungen in dieser Woche, wo du eben, also das sind die schlimmsten Briefungen. Mhm. Eine von diesen Briefungen ist, dass sie mich von San Diego, also im Golf von San Diego dort, auf San Clemente Island schwimmen. Mhm. Das ist so, in dieser Strömung hat es so irgendwie die meisten Arten Haifisch und bla bla bla, so wirklich. Also es ist nicht so weit, aber es ist einfach quasi, dort ist ein super Gebiet für Haifisch. Und die Aufgabe der Navy Seals ist, vom A nach B zu schwimmen in der Nacht. Also abgesehen davon, dass das eiskaltes Wasser ist, etc. und blablabla und Strömung. Schon mal nicht geil. Hast aber auch noch das Problem, dass du könntest, und das ist sehr eine hohe Wahrscheinlichkeit, auf eine oder mehrere Haifische treffen. Mhm. Das heisst, du wirst ausgebildet, zuerst das Verhalten, also was machst du, wenn einer kommt. Mhm. Also musst du dich weniger bewegen, ruhig bleiben, so und blablabla. Bla bla. Nicht bluten. In den meisten Fällen gehen sie dann, schwimmen sie weg. Genau. Wenn sie gerade Hunger haben und einen Mitternachtssnack wollen, dann greifen sie die an. Wenn du merkst, dass sie die angreifen, musst du einfach deine Kraft zusammennehmen und ihnen auf die Nase hauen. Auf die Schnauze, genau. Also, in der Geschichte von diesen Navy Seals hat es noch nie einen Unfall gegeben mit einem Haifisch. Einfach, weil alle genau gewusst haben, was man machen muss. Mhm. Die Moral dahinter ist logischerweise, im Leben oder auf einer Mission, wäre der Haifisch gekommen. Das ist unglaublich. Also, weißt, das ist einfach so. Lern damit umzugehen und weiss, was du machen musst. Wenn ein Haifisch kommt, dann musst du auch ein Haifisch sein. Fertig. Weißt, und das ist das, was ich meine. Wenn du mit Haifisch zu hast, dann musst du halt auch so sein, weil sonst wirst du einfach gegessen. Und das ist etwas, wenn du das nie erlebt hast, dann laufst du einfach rein und das kannst du nicht immer neu lernen. Ja. Yeah. Weißt du, das musst du erleben. Yeah. Und nachher, okay, Moment. Was willst du machen? Das ist jetzt richtig, wow, das ist jetzt mega deep gewesen. Mega deep. Aber der Navy Seal hat es ja trotzdem gelernt gekriegt. Sie haben es ihm gesagt. Natürlich. Yeah. Also sie haben ihm gesagt, es ist möglich. Ja, yeah. Also das musst du gleich noch einmal lernen. Und sie haben es dann aber erlebt. Ja. Yeah. Also weißt du, das ist so das. Ja, ja, klar. Also es wird dir irgendjemand schon mal etwas gesagt haben. Das ist ja das Lustige. Ich meine, ich habe nie Event-Manager-Ausbildung gemacht und so Zeug so, ne? Aber... Du bist der Beste. Aber nein, das bin ich ja nicht. Ja, aber doch, du bist schon recht gut in dem. Du machst dann halt einfach die Events und du lernst
zum Glück eben im Kleinen, das ist ja eigentlich das Ziel, dass du im kleinen Rahmen lernst du die Fehler und dann wird es immer besser, immer besser. Wenn immer die kleine Sache richtig machst, kannst du nur die große. Genau. Kannst du nur die große erfüllen. Ja. Seit wann sind wir dran? Seit einer halben Stunde? Gefühlt, gell? Eher eineinhalb Stunden. Sogar ein bisschen mehr. Wie viel? Ja. Hast du noch etwas zu tun? Es tut mir mega leid. Ja, ich muss jetzt langsam zum nächsten Termin. Hey, jetzt ohne Witz, soll ich nicht wählen. Doch, das ist ja perfekt. Ach, das, so läuft es. 1,40, sensationell. Nicht ganz 1,40. Okay. Sorry, es tut mir mega leid. Weißt du, was du... Ich nachher Schaum arbeiten. So easy. Bro, ihr stellt, wir machen hier ein Mikrofon an und ich rede dann. Eben, das ist ja das Ziel. Pasquale. Amico mio. Ja? Irgendwann wieder. Ich habe das Gefühl, wir haben noch über gar nicht geredet. Wir haben über was haben wir geredet? Ich bin jetzt langsam warm geworden. Das ist es eben. Das ist es eben. Nein, danke vielmals. Danke dir. Ist wirklich was crazy. Sagt man sich auf Italienisch? Alles Gute, so... Auguri fili maschi. Das heißt einfach... Auguri ist doch mehr Glückwunsch, oder? Auguri, ich sage immer Auguri, das passt alles. Nein, danke vielmals. Hey, danke, wirklich, es war super gewesen. Ich weiß gar nicht, was ist... Es ist super gewesen. Danke vielmals. Alles Liebe. Alles Liebe, Auguri, fili maschi. Fili maschi, was heisst das? Das heisst, männliche Söhne. Weißt du quasi, das ist auch so, dass die Baumstamm weitergehen. Weißt, natürlich, ja. Natürlich. Ich habe gedacht, viel Maske für die Covid-Zeit. Aber ich habe es falsch verstanden. Ciao, Pasquale. Ciao. Auguri. Auguri. Ciao.